Ausgabe meines Wein-Podcasts. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute am ersten Weihnachtsfeiertag am 25.12.2021 zur Ausgabe auf ein Glas Wein mit Julia Weilich begrüßen zu dürfen. Ja, natürlich ist das jetzt auch die letzte Folge des spannenden und ja mit Herausforderungen durchdrängten Jahr 2021, die letzte Ausgabe und auch damit die letzte Ausgabe, die letzte Episode zum Thema Südtirol. Und im neuen Jahr starten wir dann in das nächste deutschsprachige Anbaugebiet in Europa. Als krönenden Abschluss hätte ich jetzt fast gesagt, freue ich mich, euch eine ganz besondere Gesprächspartnerin präsentieren zu dürfen in meinem Podcast, nämlich Julia Walch, die einer der beiden Töchter von Elena Walch und damit auch quasi der Vorbesitzerin und ihrer Mutter von dem gleichnamigen Weingut aus Tramin an der Südtiroler Weinstraße. Ihr habt es ja schon in Ausgabe 50 gehört. Armin Grattl, seines Zeichens Geschäftsführer von der Eisacktaler Genossenschaftskellerei, hat dort quasi in der Weinbranche gestartet. Und da habe ich mich natürlich gleich gemüßigt gefühlt, Armin zu bitten, den Kontakt mit Julia aufzubauen, was er dann auch sehr gerne gemacht hat, weil nämlich Julia bzw. das Weingut Elena Walch eines der ersten war, die ich in Südtirol ganz bewusst besucht habe, als ich angefangen habe, mich mit Wein genauer zu beschäftigen. Und mir macht es in der Tat besonders viel Freude, euch quasi auf meine persönliche Reise nochmal mitzunehmen beziehungsweise diese gemeinsam mit euch Revue passieren zu lassen. Und ich bin dann einfach auch immer wieder überrascht, auf welche Persönlichkeiten ich treffe, auf die Weine, die ich vor x Jahren schon probiert habe, wieder probieren zu dürfen. Natürlich jetzt mit einem ganz anderen Background und Blickwinkel auf die Weine. Aber ich finde es einfach schön, die Menschen, die hinter die Weine stehen, nochmals jetzt zu treffen, nach vielen Jahren als Gäste in meinen Podcast zu begrüßen. Und so schließt sich für mich ein Kreis, auch hier wieder ähnlich, wie es ja schon mit Stuart Pickett war, der quasi der Hauptverantwortliche ist, dass ihr mich jetzt hier auf dieser Welle aushalten müsst, beziehungsweise dass ich Weinakademiker werden musste, in Anführungszeichen. Bevor wir mit dem Interview starten, noch ganz kurz der Hinweis. Vielleicht habt ihr noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk abzugeben. Da würde sich vielleicht eine Weinprobe, eine moderierte Weinprobe nach eurem Geschmack sich mit mir anbieten. Aber schaut nochmal vielleicht auf meine Seite mit den Online-Weinkursen, online-weinkurs.de. Dort gibt es noch bis zum Jahresende 10% Rabatt auf die Kursgebühren und der 7. Kurs zum Thema Roséweine ist auch bis zum Jahresende noch gänzlich kostenlos. Wer also Lust hat, seine Weinkompetenz systematisch und fundiert auszubauen, um in Zukunft Weine kompetenter kaufen, auswählen zu können, sei es im Restaurant oder im Einzelhandel, für den ist die Online-Weinkursgalerie genau das Richtige. Die Kurse sind thematisch sortiert und für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene bestens geeignet, um tiefer in das Thema Wein einzutauchen. So, damit soll es genug sein. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, was im neuen Jahr auf euch zukommt. Jetzt widmen wir uns erstmal dem letzten Weingut Elena Walch aus dem berühmten Örtchen Tramin im südlichen Südtirol, wenn man so sagen möchte, mit ihrer Tochter Julia Walch und drei ausgezeichneten Weinen aus ihrem hervorragenden Sortiment. Ja, liebe Podcast-Hörer, es geht mit Südtirol weiter. Unsere Weihnachtssendung aus dem Jahr 2021, der Abschluss von Südtirol und auch des Podcast-Jahres für mich. Und da habe ich mir einen ganz besonderen Gast herausgesucht oder vermitteln lassen, besser gesagt, nämlich
vom Weingut Walch, die Julia Walch, die jetzt die quasi die zweite oder fünfte Generation, um es genau zu sagen, das Weingut bereits führt und ich auch damit eine ganz besondere Verbindung habe, weil das Weingut einer der ersten war, die ich auch selber auf meiner persönlichen Weinreise besucht habe und damit ja ein engeres Verhältnis sozusagen von meiner Seite aus zumindest habe. Also zunächst mal herzlich willkommen in meinem Podcast, Julia Walch, ich grüße Sie. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Sehr, sehr gerne und ich, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, die Weinwelt ist klein. Der Armin Grattel hat also erwähnt, hat, dass er bei euch zum Arbeiten in der Weinbranche quasi begonnen hat, wurde ich natürlich gleich hellhörig und habe gesagt, Armin, da müssen wir auf jeden Fall auch mal den Kontakt herstellen, weil das für mich dann der ideale Abschluss ist, das Thema Südtirol quasi zu behandeln. Ja, warum ist das Weingut Elena Walch, das ist ja der Name ihrer Mutter, für mich so besonders? Ich denke mal, man kann es durchaus so sagen, der Name Elena Walch steht schon für einen Qualitätspionier und ist sicherlich einer der ganz großen Namen in Südtirol. Und das vielleicht als erste Frage an Sie. Wie wächst man denn da überhaupt rein? Also ist da der Weg schon vorgezeichnet? Wie stark ist man da eingebunden? Hat man überhaupt noch eine Chance, was anderes zu machen? Ja, also der Weg ist nicht vorgezeichnet und ich glaube, auch der Lebensweg meiner Mutter insgesamt war ja zu keinem Zeitpunkt vorgezeichnet und das wollte sie natürlich genauso auch bei uns haben. Aber man kommt auch automatisch rein. Das heißt, mein Lebensweg ist natürlich durch das Weingut gezeichnet, dadurch, dass wir ja direkt hier, ich und meine Schwester, auch direkt im Weingut aufgewachsen sind, nicht? Und somit praktisch unser Kinderzimmer liegt ja direkt oder über dem Weinkeller und man hat die ganze Arbeit mitbekommen, die Einkellerung, also die Lese, Arbeiten im Keller insgesamt, die Geräusche, also diese Gerüche, Geräusche, die Menschen und natürlich auch die Gespräche rund um das Thema Weingut, das bei uns primordial war, natürlich. Mhm. Zum Mittag, meine Eltern, die haben über das Weingut gesprochen, natürlich. Und wir haben uns dann immer geärgert und gesagt, jetzt hört doch auf, über die Arbeit zu sprechen. Aber man lernt dies alles und man kommt automatisch hinein. Also man muss gar nicht, ja, das kriegt man einfach mit. Das ist Teil der Familie und Teil des allgemeinen Lebens. Es ist wie eine weitere Schwester oder ein weiterer Bruder, den man hat. Und das ist eben das Weingut. Und aber grundsätzlich, ja, also ich und meine Schwester haben ja sehr unterschiedliche Lebenswege gewählt letzten Endes, um dann wieder zurückzukommen. Und zwar es war ja immer klar, dass sie ins Weingut einsteigen würde und hat somit zuerst in Graz Wirtschaft studiert und ist danach nach Australien gegangen und hat dort Weinwirtschaft gemacht und auch dort dann in den Adelaide Hills in einem Weingut gearbeitet, bis sie dann zurückgekommen ist. Und bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Ich habe immer gesagt, dass ich dann älter geworden bin. Habe ich immer gesagt, ich mache nie das, was meine Eltern machen. Und bin zuerst nach Frankreich. Ja, ich habe da immer, ich wollte unbedingt meine eigenen Sachen machen so, und mir nichts reinreden lassen. Und somit bin ich nach Frankreich gegangen und habe dort Frankreich und danach nach Belgien, also nach Brüssel. Und dort habe ich dann europäische Studien gemacht und vorher noch Geschichte gemacht gehabt auch. Und somit habe ich da meine Ausbildung drin gemacht. Mhm. Und wenn man dann auch älter wird, ich habe zwar schon gleichzeitig, aber das mehr aus dem privaten Interesse heraus, immer so Abendweinkurse an der Universität für Önologie besucht gehabt in Toulouse. Und das war ganz interessant, aber es war mehr eine private Sache und es war auch wirklich mehr so eine Art Heimweh sozusagen. Mhm. Und dann hat man dort die französischen Weinregionen kennengelernt und das war ja eher wirklich für mich. Und in Brüssel habe ich dann ab und zu mal auf Ständen bei einem Importeur auch mitgeholfen. Aber das war wirklich nebenher und ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht dran gedacht gehabt, einzusteigen. Und schlussendlich, wenn man älter wird, dann muss man eine Entscheidung treffen und es fällt einem auch auf, dass diese Weinwelt, und von dem habe ich ja gerade davor gesprochen gehabt, das ist die Welt, in der ich doch aufgewachsen bin, und die war ein Teil von mir, einfach nur durch den Fakt, dass es einfach unsere Familie ist. Und als ich älter geworden bin, habe ich gemerkt, gut, dass auf ewig werde ich nicht Kind des Weingutes sein, sondern ich muss entscheiden. Ich muss entweder, ich bleibe in dieser Welt und arbeite dann auch drinnen, oder ich arbeite in einem anderen Bereich und dann ist die Weinwelt für mich
nicht mehr meine Welt eigentlich. Ja. Und das konnte ich nicht sehen. Und somit bin ich dann nach Frankreich zurück und habe in Burgund nochmal eben auch Wein und also so ein Kombistudium Wein und also Weinwirtschaft und Önologie gemacht. Dann bin ich noch nach Bordeaux gegangen, habe dort in einem Weingut gearbeitet und dann zurück. Genau, ja. So war der ganze Weg. Also man kann es zusammenfassen als frühkindliche Prägung und die Saat ist dann quasi hinten raus auf jeden Fall aufgegangen. Aber man muss natürlich ja auch sagen, Südtirol ist natürlich jetzt gerade für viele Deutsche ein absoluter Sehnsuchtsort, wo viele Urlaub verbringen, auch Kurzurlaube. Ich meine, ich bin ja in München zu Hause, wo man auch schnell mal über das lange Wochenende nach Südtirol fahren kann, wo das Aufwand her überhaupt kein Problem darstellt. Und es ist einfach ein brutal schöner Fleck Erde, wo ihr zu Hause seid. Und ich habe schon das mal gesagt, stimmt, die Hörer, die langweilt das schon, weil ich es immer wieder sage. Aber zumindest für Meran ist es halt so, die Kombination, dass dort Palmen wachsen und Deutsch gesprochen wird, das ist auf der Welt fast einmalig. Und deswegen bin ich da einfach sehr, sehr gerne und genieße die Landschaft, die Leute und das Essen. Ja, das war auch ein Punkt, das Zurückkommen. Also ich muss sagen, ich habe auch besonders, seit ich eben dann im Ausland, ich habe insgesamt um die 8 Jahre im Ausland gelebt. Und ich habe wirklich in der Zeit Südtirol auch schätzen gelernt. Also diese Schönheit der Natur, die See habe ich früher nicht so stark gesehen. Natürlich, man ist auch jünger gewesen. Aber seit ich dann wirklich im Ausland gewohnt habe und gerade in Brüssel, wo das Wetter ja so gewesen ist, viel grauer Himmel, da habe ich wirklich begonnen, Südtirol zu lieben. Ja, und gerade diese Vielseitigkeit, wir haben die Berge, wir haben die Täler, also dieses Mediterrane wiederum und dann doch die Natur und die eher wilde Natur in den Bergen. Also das finde ich, das schätze ich auch immer noch sehr. Also es ist mir jetzt bewusst geworden. Ja, ich finde auch, also man muss mal eine Zeit lang woanders gelebt zu haben, um einfach das auch ein bisschen mehr wertschätzen zu können, wo man herkommt. Weil wenn man nur dort ist, hält man alles für normal und gottgegeben und die Schätzung, die kommt oder die Achtung kommt dann erst oft ein bisschen in der Ferne. Aber das Tolle ist ja, dass ihr ja quasi trotz allem, und ich meine, das ist jetzt wirklich keine Honig ums Maul schmieren, aber war es denn dann besonders schwierig, weil ich sag mal, der Name Elena Walch ist einfach ein sehr großer und ihr, liebe Hörer, ihr habt es ja in den letzten Podcast-Folgen erfahren, Südtirol ist ein Anbaugebiet, was grundsätzlich mal sehr stark von Genossenschaftskellereien geprägt ist und sag ich mal, die Minderheit der Betriebe Familienbetriebe sind beziehungsweise eigenständige Gesellschaften. Und da ist ja sozusagen euer Weingut schon nicht der Normalfall, wenn man es jetzt mal so zusammenfassen möchte. Aber der Name Elena Walch ist einfach schon einer der ganz großen Namen. Und war es dann für Sie da ein bisschen schwieriger oder eine größere Hürde zu sagen, ich steige jetzt doch trotz allem sozusagen oder spät doch in die großen Schuhe, die mir meine Mutter jetzt hingestellt hat? Nein, also die großen Schuhe, die sieht man ja, also vielen Dank erstmal für das ganz schöne Kompliment. Ich bleibe gerne beim Podcast, wenn es so weitergeht. Nee, aber vielen Dank auf jeden Fall, das ist ein sehr schönes Kompliment. Aber gerade so diese großen Schuhe, die sieht man als Kind, als Tochter ja nicht unbedingt, ne? Sondern das ist einfach Alltag dann. Und ich glaube schon, was wir wirklich von unserer Mutter auch gesehen und auch gelernt haben, ist, dass gearbeitet wird. Also, dass viel Arbeit dahinter steckt, dass man das machen soll, wo auch die Passion steckt, aber dann rein von der Passion her nichts zustande kommt, sondern man muss arbeiten und man muss was dafür tun. Ja. Und deswegen, ja, das ist eigentlich immer unser Grundprinzip gewesen und so haben wir es auch von ihr gesehen und deswegen deswegen eigentlich es ist eher, man kann fast wirklich sehen, es ist ein Geschenk, ein großes Glück, das wir eigentlich haben, in ein so schönes Weingut einsteigen zu können, das auch in einem sehr guten Moment ist, wo natürlich, im Moment, es läuft wirklich sehr gut. Also die Weine werden sehr geschätzt, wir haben wunderbare Weinberge. Unsere Mutter hat den Namen wirklich aufgebaut und mit vollem Ehrgeiz und voller Passion ist sie in dieser Zeit immer dahinter gestanden und wir können das jetzt weiterführen und natürlich ist es auch wiederum auch eine Herausforderung,
Aber ich sehe das eher als großes Glück, sagen wir mal so. Mhm. Und natürlich, wie Sie sagen, Südtirol ist genossenschaftsorientiert und private Weingüter gibt es jetzt nicht mehr so viele, aber das haben wir auch gelernt, man muss halt einfach besser sein. Und so, ja, daran arbeiten wir. Super, ja. Also ich denke, wenn man jetzt so einen tollen Betrieb übernimmt, ist es ja vielleicht auch mehr fast eine Berufung, dass man die Arbeit, die die Eltern geleistet haben, und ich habe ja auch selber mal ein Praktikum gemacht in einem Weingut, und da sieht man einfach die Arbeit ganz anders oder weiß, wie viel Arbeit auch hinterm Wein steht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann einen guten Betrieb mit erstklassigen Weinen in der Familie hat, dass da vielleicht dann einfach schon auch irgendwann der Kitzel da ist, den Betrieb einfach fortzuführen. Und ich habe auf eurer Homepage gelesen, ich glaube, es ist jetzt schon in der 5. Generation, meine ich, ne? Genau, ganz genau. Also es ist so, dass wir haben jetzt über meine Mutter gesprochen, nicht? Aber eigentlich ist das Weingut insgesamt 150 Jahre alt, und zwar kommt es von der Seite meines Vaters. Und unsere Familie, die ist ursprünglich aus dem Vorarlberg gestammt, und die hatten dort ein kleines Restaurant und haben auch Weine aus Südtirol ins Vorarlberg gebracht, also importiert sozusagen, und dort wiederum weiter verkauft in die Schweiz. Und die waren recht unternehmerisch, wollten ein Hotel bauen, und da haben sie die Lizenz nicht erhalten, weil das Bettenkontingent bereits ausgefüllt war. Und somit haben sie dann entschieden, sie haben dann Rekurs in Wien eingeleicht, und im selben Jahr, in 1869, als sie den verloren haben, sind sie nach Südtirol gezogen und haben hier ein Weingut gekauft und gegründet. Mhm. Und in der Generation darauf wurden Kassel Ringberg und Kassel Atz, die heute noch unsere wichtigsten Weinberge darstellen und mittlerweile wirklich auch recht bekannte Einzellagen geworden sind, die wurden dann eben von der Familie gekauft vor eben so rund 100 Jahren. Und insofern, ja, ist es natürlich das Weingut immer in Familienhand gewesen. Also ich bin jetzt mittlerweile mit meiner Schwester zusammen die 5. Generation. Und unsere Mutter ist vor 35 Jahren eingeheiratet. Also sie war damals ja Architektin. Sie ist in Mailand geboren gewesen, von Südtiroler Eltern. Also mein Großvater und meine Großmutter, die waren von Meran und Schlanders. Und sie war aber Architektin. Sie hat Architektur in Mailand und in Venedig studiert und hier in Bozen ihr Büro. Und und hat aber natürlich die Gewohnheit gehabt zu kreieren, nicht? Und insofern zu tun. Sie ist auch eine Macherin, muss man auch sagen. Sie kann nicht sitzen, sie muss immer wieder was tun und was Neues und basteln und genau. Und somit hatte sie in dem Zeitpunkt, in dem Südtirol ja wirklich noch nicht auf dem Niveau gewesen ist, wo heute Südtirol liegt. Das war damals ja sehr viel Fanatsch, sehr viel Offenwein und sagen wir mal eine Basisweinregion für größere Mengen auch. Und da hat sie dann immer gesagt, hier muss man doch was auf diesen steilen, wunderschönen Weinbergen, hier muss man doch was anderes produzieren können und was Qualitatives. Und somit hat sie meinen Vater damals überzeugt, ihr einen Weinberg, Weinberg zu übergeben, um dann dort mit dem Önologen zusammen die ersten Weine zu produzieren und praktisch zu probieren eigentlich. Und das war dann der erste Wein, das war der Chardonnay Cardellino, auch bis heute hin unser Favorit irgendwo oder unser persönlichster Wein vielleicht. Und das hat sie gemacht, das hat sie durchgezogen und hat dann gesagt, aber wenn sie das macht, dann möchte sie auch ihren eigenen Namen am Etikett anführen. Und somit ist das entstanden, Elena Walch, nicht? Und mittlerweile, ist das dann natürlich auch gewachsen und hat eigentlich praktisch alle Weinberge fast übernommen. Und Kassel Ringberg und Kassel Atz sind dann, sagen wir mal, der erste Schritt war Richtung einer neuen Qualität damals. Also da hat alles natürlich damit zu tun, was eine qualitätsfördernde Maßnahmen sind, die Reduzierung des Ertrags, die Umstellung von der Pergel auf Huyot-System, also das war natürlich eine große Arbeit, denn das heißt Neubepflanzungen, das sind große Investitionen auch damals gewesen und vor allem eine neue Art der Führung des Weinberges, das muss man sich auch vorstellen, das war damals gerade für eine Außenstehende auch schwierig einzuführen, nicht? Und eben qualitätsfördernde Maßnahmen einerseits, aber dann auch von der Philosophie her hat sie sich Richtung Einzellagen zugewendet. Und das war damals und ist auch heute noch in Südtirol relativ selten. Es kommt jetzt immer mehr, was ich eine sehr schöne Entwicklung finde. Aber das war, sagen wir mal, das, was mit dem sie ursprünglich begonnen hatte, eben diese Lagen von Kassel Ringberg und Kassel Atz, die wirklich wunderbare, wunderbare, wunderschöne Lagen sind und hervorragende Weine produzieren und diese dann eben auch separat auszubauen, nicht? Und das ist auch heute noch, würde ich sagen, das Zentrum unserer Philosophie. Mhm.
Das ist ein ganz interessanter Einschub, weil ich sage mal, in Italien Einzellagen ja jetzt generell nicht so groß im Mittelpunkt stehen. Ich meine, ich glaube, die ersten Male, wo es wirklich losging, wo man Single Vineyard angefangen hat, war ja quasi meines Wissens das Barolo-Gebiet, wo man angefangen hat, so ein bisschen in dem burgundischen Stil zu versuchen, einzelne kleine Parzellen Ja, unterscheidbar zu machen, das ist doch sehr abzugrenzen, zu weit, genau. benennen. Und in Südtirol haben wir ja das DOC und DOCG-System natürlich noch. Aber Geh wie nicht, ist wir haben das? nur DOCs in Südtirol, aber ja. Genau, aber ich sagte es, das Ja, gesetzliche, theoretisch schon, ja. weingesetzliche Pyramidensystem. Genau. Aber gibt's in Südtirol auch gesetzlich geschützte oder festgelegte Lagenbezeichnungen, wie man es aus anderen Das Anbaugebieten ist schön, kennt? dass Sie mich das fragen und das wird selten gefragt und Kompliment, dass Sie sich da so hinein gut auskennen überhaupt. Denn das werde ich eben selten. Genau. Also Kastel-Rinkberg und Castellazzi sind beide als Vigna klassifiziert. Und zwar muss man so sagen, in Südtirol gibt es das DOC. Es gibt aber keine Einzellagen, kein System der MEGA, also der Lagen, der, sagen wir mal, Grüß, wie man es in Frankreich hätte, nicht? Genau, das wird jetzt zwar eingeführt, das heißt, beziehungsweise, das dauert halt Jahre immer wieder, aber jedenfalls, es gibt es im Moment noch nicht, also gibt es keine offiziellen Einzellagen durch eine Südtiroler MEGA. Und um uns hingegen von jenen abzugrenzen, die vielleicht geografische Namen am Etikett führen, ohne eigentlich eine Abgrenzung des Weinberges zu haben, was ja dann eigentlich, sagen wir mal, eine rechtliche Grauzone ist, wollten wir uns, ja, wollten wir auch einen Nachweis haben, dass unsere Einzellagenweine, Castelricco und Castellaz, auch Einzellagen sind. Und damit, somit haben wir uns auf ein nationales italienisches Gesetz berufen, und das ist eben die Vigna. Die gibt es zum Beispiel auch eben, also in ganz Italien, aber sagen wir eben, gerade in Piemont, sagen wir, gibt es auch verschiedene Vignas. Und das ist praktisch eine eingetragene Einzellage. Und da muss man dann auch bei der Region anfragen. Es gibt verschiedene Forderungen, um eine Vigna einführen zu können. Also es ist entweder historisch oder mit einem Nachweis, dass bereits seit Jahren Einzellagenweine dort produziert wurden. Dann muss das natürlich alles ganz genau abgemessen werden, eingetragen werden und akzeptiert werden. Und dann hat man eben die Möglichkeit, dort als offizielle Einzellage den Weinberg zu führen. Und das haben wir, das Gesetz gibt es noch nicht seit so langem. Wir haben das relativ bald darauf eigentlich angefragt. Jetzt haben wir es seit, ich glaube, in 2011 oder so ist es herausgekommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, seit wann es das gibt. Aber jedenfalls, ja, ist eine relativ, ja, um die 10 Jahre plus minus. Ne? Und deswegen führen sowohl Castel Ringberg als auch Castellaz am Etikett auch diese Menzione Geographica Aggiuntiva, die Vigna am Etikett. Ich denke mal, jetzt in so Regionen wie Südtirol hat natürlich jeder Hügel einen Namen oder jede Flanke einen eigenen Namen. Ich denke, an der Namensgebung Genau. ist jetzt vielleicht gar nicht die Herausforderung. Und die geografische Nee. Abgrenzung ist auch nur der eine Teil. Aber ist man schon so weit, dass man auch sagt, man verbindet gewisse Auflagen mit der Lagenbezeichnung? Also sprich, dass es eine Eingrenzung gibt, was Rebsorten angibt, Ertragsbegrenzungen etc. pp., was man in anderen Regionen hat, ne? Ja, in der neuen MEGA, in der Klassifizierung wird es das schon geben. Genau, aber die ist noch nicht durch. Also möchte ich jetzt auch nicht zu viel darüber sprechen, weil, wissen Sie, wenn Sie bedenken, im Elsass, im Burgund, wie lange es gedauert hat, um da so ein System einzuführen, dann gibt es dann immer Pros und Kontras. Und im Absolut. Moment liegt das alles in Rom. Und in Rom sind die im Homeoffice und das dauert einfach sehr viel länger, bis da was weitergeht. Dann kommt Und vielleicht auch dann mal ein wird es wahrscheinlich Regierungswechsel wieder nach Südtirol dazwischen. zurückgehen. Genau, und dann werden wieder Änderungen eingebracht werden müssen. Und das geht halt noch ein paar Mal hin und her. Und solche Sachen dauern Jahre. Aber man ist ja schon seit 2 Jahren, oder seit 3 Jahren ach, mittlerweile sind das schon 3 Jahre, glaube ich, wo man da dabei ist. Und gut, das dauert halt lang, aber das Ja, ist auch klar. ganz normal. Es ist ein wichtiger Prozess und es soll ja auch etwas sein, das langfristig Sinn macht und etwas Zusätzliches an Südtirol bringt. Denn Südtirol ist jetzt wirklich in einer Situation, wo man sagen kann, innerhalb Italiens auch wirklich eine der wirklich beliebtesten Regionen, auch gerade was das den Weißwein anbelangt und natürlich gerade den Gewürztraminer, der für Italien sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, ein weiterer qualitativer Schritt ist eben unumgänglich eine Einteilung in Lagen und eben Definitiv. das auf Einzellagenweine hier vermehrt zu produzieren.
Ja. Wo seid ihr denn genau zu Hause? Da muss man auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Wo Genau, findet aber man noch euch gar denn? nicht gesagt, wir Ne? sind direkt in Pramin an der Weinstraße. Also wir sind direkt im Herzen der Weinbauzone und haben hier, wir sind hier in einem ehemaligen Jesuitenkloster untergebracht. Das ist ein wunderschönes altes Anwesen. Das sind 4 Stockwerke, tiefer Keller, also sehr urig und historisch. Und dann haben wir in Kastel-Ringberg, also die Weinberge sind sowohl in Pramin als auch in Kaltern, also oberhalb des Kalterer Sees mit dem Schloss Ringberg, genau. Und euer Verkostungsraum, den ich kennengelernt habe mit der schönen Terrasse zum Garten raus, der ist auch in Dramin zu finden. Genau, also wir haben ja eben gerade das Thema Weintourismus, wenn man es so nennt, das haben wir vor 10 Jahren begonnen mit dem Bistro. Das, was Sie gesehen haben, ist das der Gartenpavillon. Das ist ein kleines Bistro, das wir direkt im Herzen des Weingutes in Tramin führen und da gibt es dann Kleinigkeiten zu essen, also das immer kalte Speisen, aber ja, ein bisschen ausgewählte Sachen zu den Weinen dazu. Und da sitzt man ja sehr schön im historischen Park und das ist, haben wir vor 10 Jahren eingeführt und das wird sehr, sehr gut angenommen, einfach weil es schön ist, ein Weingut auch zu besichtigen, ohne Termine haben zu müssen. Man muss jetzt nicht was besichtigen, man muss nicht eine Uhrzeit einhalten, sondern man geht einfach hin und wir haben alle Weine glasweise dort. Dann gibt es natürlich noch den Weinverkauf, wo man auch alles verkosten kann und dann noch natürlich Kellerführungen, weil wir ja, wie gesagt, eben diesen schönen historischen Keller haben und auch einen Neubau, also mit dem modernen Gärkeller. Und dadurch, dass es alles sehr, sehr schön also die Nachfrage wirklich sehr groß ist, haben wir uns entschlossen, auch in Kastel-Ringberg vor einigen Jahren das Schloss zurückzunehmen. Das hatten wir bis dahin verpachtet. Und dort haben wir jetzt auch, das haben Sie eben noch nicht gesehen wahrscheinlich, dort haben wir Nee, eine das kleine kenne ich noch nicht Gutschenke mehr. gemacht. Genau, müssen Sie hinkommen. Ist ganz schön. Ist oberhalb des Kalterer Sees. Da sitzen Sie auf der Terrasse am See. Das ist ein bisschen anders als in Tramin. In Tramin sind Sie im Dorf. Und das ist, sagen wir, das Hauptweingut. Also dort spüren Sie, sagen wir, das Weingut mehr. Aber hingegen in Ringberg, in Kassel-Ringberg, dort sitzen Sie dann mitten in den Weinbergen. Und das ist, wenn man Muss ich jetzt romantischer vom Blick nachfragen, her. weil wenn wir dort genächtigt haben, dann haben wir meistens in Klugkammer geschlafen. Ah Auf der ja. Ostseite vom Ja. See, wo vom See aus betrachtet, wo ist Ringberg? Am Mendelrücken sozusagen, Also also auf der gegenüber vom Ostseite vom Klughammer. See. Okay. Genau, auf der Westseite vom See und dann schaut man auf den See hinunter. Okay, Genau. super. Und Ja, dann haben wir klar. dort noch Weinbergführungen, die wir anbieten und dann gibt es dort auch nochmal einen Verkostungsraum und Weinverkauf. Und wir bauen gerade jetzt, wir sind mitten im Umbau, einen weiteren Keller dort, direkt unter den Reben hinein, unter die Reben hinein. Und das ist jetzt im Moment eine große Baustelle gegenüber vom Schloss. Aber wir sind ganz gespannt. Doch, es wird wohl hoffentlich, nee, wird schon werden. Im Frühling werden wir schon soweit sein. Okay, ja. Und die Fässer sind bestellt und kommen. Super, dann hoffen wir mal, dass da Corona nicht nochmal auftritt und da nicht einen Strich durch die Rechnung macht, was zumindest den Tourismus dann Ja, angeht. Für die allerdings. ganzen Aber ich glaube Führungen. fast nicht. Und Südtirol ist sehr voll gewesen. Also auch letztes Jahr, es war sehr gut besucht. Ne? Also Ja, okay. natürlich, wenn man nicht fahren darf, ist eine Sache. Aber ansonsten ist Südtirol schon tourismusmäßig. Jetzt die Wintersaison hat natürlich letztes Jahr schon gelitten. Aber sobald der Frühling da war, sind sehr Kamen viele die Leute Leute, ja. hergekommen. Gut, klar, wenn Ja. es wärmer wird, dann gehen die Zahlen auch meistens runter, was dann Reisen wieder Ja. leichter Ja, und möglich dann kommt macht. man mit dem Auto her und so. Und ja. Für die Führungen und Besuche braucht man da Termine oder gibt es da feste Zeiten für die Ja, genau. Kellerführungen? Also die machen wir von Mai bis Ende Oktober und immer auf. Es gibt schon feste Termine dann und wir bieten jeden Tag fast eine, also nicht wirklich alle Tage, aber wirklich fast jeden Tag entweder eine Kellerführung oder eine Weinbergführung an. Und die Uhrzeiten werden dann auf der Webseite angeschrieben und dann ist es mit Vormerkung, weil wir alles kleine Gruppen machen. Es geht uns wirklich darum, auch mit den Leuten sprechen zu können und dass auch jeder wirklich das Gefühl hat, persönlich empfangen zu werden. Und genau, und insofern braucht es unbedingt Reservierungen, denn die sind sonst ja, je nach Jahreszeit, sagen wir mal so. Aber klar, natürlich in Zeiten, wo halt viel los ist, sind die dann relativ schnell mal ausgebucht und ansonsten nicht. Aber Führungen machen wir dann eben Mai bis Ende Oktober, das ist immer so die Hauptsaison. Und im Winter haben wir ein bisschen mehr Ruhe hier und renovieren bauen um und schauen, dass alles. Im Bistro haben wir neue Einrichtungen, die wollte ich gerade jetzt bestellen. Dann ist es schon 10:30 gewesen, haben wir uns schon getroffen. Aber genau, so geht es weiter. Genau, also den Link findet ihr dann natürlich in den Shownotes, damit ihr da schnellstmöglich auf die Seite die Infos abrufen könnt für euren nächsten Besuch dann in Südtirol oder Tramin.
Welche Rolle spielt die Mutter heute noch oder hat sie alles aus der Hand gegeben? Nee, also sie spielt natürlich schon eine Rolle, denn es ist ein Familienweingut und in der Familie spricht man sich ab und man diskutiert und man spricht über das Weingut und natürlich ist sie auch interessiert in allem, was weitergeht, aber sie arbeitet nicht mehr aktiv mit. Das heißt, mittlerweile das Weingut haben meine Schwester und ich übernommen und sie wohnt aber ja direkt gegenüber, also das dort, wo ich eben aufgewachsen bin, da wohnt sie ja drinnen, meine Mutter. Und insofern ist sie kriegt natürlich vieles mit, aber sie ist nicht mehr im Büro und sie, sagen wir mal, die Grundgedanken, größere strategische Gedanken, die spricht man natürlich gemeinsam ab. Denn das ist ja auch der Vorteil. Es ist jemand da, der ein großes Wissen hat und mit dem man diskutieren kann. Ob das dann heute noch dieselben Ansichten sind, oder natürlich ist sie nicht mehr im Alltag drinnen, also sagen wir mal, ist es nicht unbedingt immer man kann nicht sagen, sie weiß es besser, das wäre nicht der Fall, denn die Zeiten haben sich natürlich auch geändert und wie gesagt, man muss auch drinnen sein, wirklich, um auch das gesamte Bild zu sehen, aber es ist eine sehr wertvolle Diskussion, die man führen kann und die ein weiterer Baustein des Ganzen ist. Absolut. Ein wichtiges Thema für euch, habe ich mir aufgeschrieben, ist der Punkt Nachhaltigkeit. Und ich denke, das ist ja, ist ja auch mehr ein Prozess wie ein Status. Also ich denke, das ist ein der Wandel ist stetig und es kommen immer neue Aspekte rein und man ist da vielleicht auch nie ganz am Ziel. Und wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass dieses Thema ja von der Mutter schon gesetzt worden ist, was ihr jetzt quasi vorführt. Ja, genau. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema für uns und gerade eben, eigentlich kommt es ja wiederum aus der Idee der Einzellagen heraus, nicht? Macht man Einzellagenweine, dann muss natürlich diese Einzellage eine langfristig sehr gute Qualität produzieren und insofern muss man natürlich gerade diese Lagen schützen und pflegen und hegen, nicht? Und deswegen auch irgendwo auch daraus heraus schon der Gedanke des nachhaltigen Arbeitens im Weinberg, ein gesunder Weinberg, ein glücklicher Weinberg, irgendwo kann man es so sagen, nicht? Und es war dann ein großer Schritt wurde gemacht vor ungefähr, ich sage jetzt auch mal 10 Jahren, jetzt ganz genau weiß ich es nicht, da haben wir dann in Zusammenarbeit mit einem französischen Önologen, der eine Beratung uns gemacht hat für das Thema Nachhaltigkeit, die nachhaltige Bewirtschaftung der Weinberge. Er kommt aus dem biodynamischen Bereich. Das sind wir nicht. Also wir sind weder zertifiziert in irgendwas oder noch sind wir biologisch oder biodynamisch, sondern wir gehen den nachhaltigen Weg. Aber natürlich hat er sehr, sehr viele Akzente gerade von dem biodynamischen eingebracht. Und gut, Herbizide hatten wir damals schon seit langem keine mehr benutzt, aber sagen wir mal, Akzente gesetzt wie Kompostierung, wir bringen unseren eigenen Kompost aus. Dann haben wir die Wasserwirtschaft überarbeitet, zum Beispiel haben wir Meteosysteme in die Weinberge angebracht und wo praktisch die Feuchtigkeit im Boden analysiert wird, auch wie tief das Wasser liegt. Und insofern auch mit dem Keller dann, sagen wir mal, ein System herausgebracht, in dem das Wasser recycelt wird und wieder benutzt wird für dann zum Beispiel die Bewässerung des Parks. Und insgesamt haben wir mit diesen ganz verschiedenen Systemen 50% Wasser reduziert, den Wasserkonsum, das ist sehr viel für ein Weingut. Und dann gibt es noch natürlich sehr viele Arbeiten im Weinberg. Also gerade wenn man sagt, man benutzt keine Herbizide mehr, sondern wir, ganz im Gegenteil, wir sehen sogar Leguminosen. Also wir haben im Frühling die ganzen Blumen, die mitten im Weinberg heraufkommen. Und die müssen dann aber, die werden auch nicht geschnitten, denn wenn sie nachwachsen, dann ziehen sie wieder Wasser heraus. Das haben wir ganz am Anfang gemacht, dann haben wir das eben auch weggelassen. Und mittlerweile walzen wir die hinunter, also bleiben die lang, die ziehen kein zusätzliches Wasser, weil sie auch nicht nachwachsen müssen, aber sie werden eben hinuntergedrückt. Gerade ist natürlich wichtig für den sanitären Zustand des Weinberges und bilden somit dann praktisch nochmal eine Art Decke drüber. Das behält die Feuchtigkeit im Boden und gibt auch nochmal ein Habitat dazu. Und was sonst? Das sind so viele Sachen, die... Man kann es ja auch alles nachlesen, Schritt für Schritt. Es ist eine ganze Liste, ne? Aber wie Sie sagen, es ist es ist ein Prozess und ich glaube, das ist vor allem der wichtige Punkt, denn die einzelnen Sachen kann man wirklich nachlesen, aber es ist ein Prozess, man muss lernen, da hineinzukommen, auch alle Mitarbeiter und wenn man in diesem Gedankengut drinnen ist, dann geht das von alleine weiter, dass immer wieder neue Ideen kommen und dass jemand sagt, machen wir doch das und machen wir das. Wir haben auch mittlerweile, haben wir schon seit langem, wir haben die Photovoltaikanlage für 50% unseres Stroms, dann haben wir
jedes Jahr machen wir, oder jedes Jahr auch zweimal im Jahr, aber sagen wir einmal im Jahr bespricht man, was man an neuen großen Projekten durchführen möchte im Bereich Nachhaltigkeit. Und deswegen für nächstes Jahr werden wir schauen, eine CO2-Bilanz zu machen und uns dort zu verbessern. Und dann, ja, das Glas, das Gewicht haben wir vor einigen Jahren schon mal reduziert gehabt und das reduzieren wir jetzt nochmal. Also wir werden sukzessive bei den Selezione-Weinen, die den größten Anteil dann ausmachen, auf ungefähr, 410 Gramm oder so, also jedenfalls relativ leichtes Glas umsteigen und das eben sukzessive einführen. Und somit gibt es immer wieder neue Akzente, die man eben sucht und an denen man weiterarbeiten muss. Wir machen jetzt schon ziemlich viel, also wenn man wirklich die ganze Liste abgeht, dann manchmal denke ich mal, was kann man denn eigentlich noch alles machen? Aber es kommt ja immer wieder, gibt ja immer wieder auch was Neues. Ja. Und deswegen, ja. Ja, ich meine, als ich mir die Liste durchgelesen habe, dachte ich mir, ja, wow, also das liest sich jetzt für mich so ein, was ist, was kann man machen, um biologisch, biodynamisch vielleicht hier und da auch zu wirtschaften. Ja, das sind wir nicht, ne? Dass wir, genau, ja, aber ja. Aber das ist genau die Frage, die mir dann in den Kopf kam, weil ich es jetzt so im Handel oder bei Weinproben schon oft mitkriege, dass viele Leute halt, oder auch bei ganz anderen Lebensmitteln ist ja das im Prinzip das gleiche Thema, dass da sehr, sehr viele natürlich auf eine Zertifizierung Wert legen und das meiner Meinung nach vielleicht sogar manchmal auch überbewerten, weil wenn ich jetzt hier bei uns im Ort zum Beispiel schaue, der Metzger, der baut gleichzeitig die Futterpflanzen an und ist auch nicht zertifiziert, aber mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit, mehr Regionalität geht gar nicht, auch wenn es nicht auf der Flasche draufsteht oder hier bei meinem Beispiel beim Fleisch. Aber ich denke mal, es war jetzt ja bei euch auch eine bewusste Entscheidung, sich nicht irgendwelchen Labels oder Zertifizierungen unterzulassen, oder? Ja, also eben genauso wie Sie sagen, am Ende auch unsere Interventionen sind mittlerweile Kupfer und Schwefel, also auch das kommt eigentlich vom biodynamischen her eigentlich. Aber zu Anfangs wollten wir uns einmal oder mussten wir auch lernen, wie das ist, eben auch dieses Interventionsprogramm umzustellen und eben mit Kupfer und Schwefel nochmal zu spritzen und ob es überhaupt funktioniert. Und deswegen hat man das am Anfang auch wahrscheinlich deswegen auch freigehalten. Und irgendwann sieht man auch einfach nicht mehr den Nutzen drin, weil man einfach sagt, wir machen ja die ganzen Sachen, wir machen es für uns und das reicht uns eigentlich. Wir brauchen kein Label am Etikett. Wir haben das Etikett eh schon voll und dann müsste man das auch noch unterkriegen. Und wir brauchen es auch nicht, denn ich glaube auch, ein Weingut in einem bestimmten Qualitätsniveau, das muss eigentlich nachhaltig arbeiten. Und deswegen, wir haben auch kein Nachhaltigkeitszertifikat. Wir überlegen es uns immer wieder mal und dann schauen wir die verschiedenen Zertifikate an. Und ich muss sagen, es ist einfach ein riesiger administrativer Aufwand. Und für das, dass es alles Sachen sind, die wir eh schon machen, also wenn man dann noch sagen würde, da kommen viele neue Sachen dazu, die wir noch nicht, jemand, der uns das einlernt, sagen wir mal, dann ist es ein Thema. Aber die meisten, also wir machen ja diese ganzen verschiedenen Punkte, wir führen sehr viele Punkte bereits durch. Und es geht dann vielfach darum, die ganzen Zettel zusammenzusuchen, Dokumentationen einzureichen, Reports zu schreiben. Und ich weiß einfach nicht, wer bei uns im Weingut die Zeit hat, das Ganze zu machen. Jetzt die CO2-Bilanz, das macht de facto, das werden wir jetzt machen und das werden wir mal schauen, wie viel. Ich glaube, das ist schon auch relativ viel Arbeit. Das hat so geheißen von der Organisation her, wir müssen mit so einem halben Jahr rechnen, an Dokumenten schicken und so weiter. Ich hoffe, das geht alles gut weiter, denn restliche Arbeit bleibt natürlich auch nicht stehen. Ja, klar. Und das muss halt nebenher gemacht werden. Ne? Das ist halt so, wir sind ein Familienweingut, wir sind jetzt keine Riesenfirma, wo eine Person nur für das eingestellt jetzt wird, mal ein halbes Jahr. Ne? Und deswegen muss es nebenher laufen und das sind halt wirklich es ist wirklich ein großer Zeitaufwand. Ja, das ist eigentlich ein großer Punkt. Und am Ende glaube ich einfach, es geht um eine persönliche Überzeugung. Und das reine Gewissen, das man auch mit sich selbst hat. Absolut. Jetzt seid ihr ja zumindest in meiner Podcast-Reihe das südlichste Weingut und wir haben ja jetzt schon erfahren, dass ihr in Dramin zu Hause seid. Was zeichnet denn den Süden Südtirols aus gegenüber dem, ich weiß nicht, zählt man Dramin noch zum Bozner Talkessel oder ist er da schon außen vor? Also was sind jetzt die Unterschiede von... Ja, also Bozner Talkessel, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Nee, Bozen ist es nicht. Also Bozner Talkessel wäre direkt um Bozen herum. Mhm. Es ist praktisch die Weinstraße. Es ist das Herz
der Weinbaugegend von Courtatsch, Tramin, Eppan, Courtatsch, Tramin, Kaltern, Eppan. Und jetzt sind wir vielleicht hinauf auch bis Derlen, aber sagen wir, das ist eigentlich die historische Zone, gerade Kaltern und Eppan und da heroben, das sind so die großen historischen Zonen des Weinbaus in Südtirol. Und ja, wir haben natürlich das große Glück, in sehr, sehr schöne, relativ warme Lagen zu haben, die tagsüber sehr warm sind, die nachts aber sehr kühl sind wiederum. Wir haben natürlich die Berge, die direkt hinter uns liegen. Und gerade, wenn man eben gerade von dieser Weinstraße spricht, dann ist ja der Mendelrücken direkt dahinter. Das ist ein Berg, da geht ja rauf bis auf 2000 Meter direkt von den Weinbergen angrenzend hinauf. Und da kommt natürlich abends kühle Luft herunter. Und das spiegelt sich auch wieder in einer gewissen Tension der Weine wieder. Also einerseits sind das Weine, die eben die Wärme, die Sonne, den Sommer widerspiegeln. Aber andererseits auch eben die Säure beibehalten und in frische Mineralität zeigen. Und ich glaube, diese Tension in den Weinen macht es eben, macht gerade in diesen historischen, klassischen Weinbauzonen Höhenlagen auf. Da haben wir einige Höhenlagen, darauf kommen wir dann eh später noch zurück. Und da sind die Weine dann wiederum, haben auch wiederum ihr großes Interesse. Aber ich will führen, sondern die klassischen Lagen, damit es die besten Weine gibt. Okay. Das heißt, das ist das, was Südtirol, denke ich, generell auszeichnet, dass halt durch diese großen Tages-Nachtschwankungen einfach eine gewisse Frische und Knackigkeit der Weine erhalten bleibt. Und das ist vielleicht auch der große Vorteil jetzt gegenüber dem Bozener Talkessel, der ja generell sehr, sehr warm ist und wo es vielleicht auch dann in der Nacht nicht mehr allzu, also nicht so runtergeht. Ja, das ist dann eingekesselt mehr von den, genau. Und dann natürlich gibt es verschiedene Zonen. Nicht? Wenn Sie jetzt vom Eisacktal sprechen, das hat natürlich nochmal ein ganz anderes Klima wiederum. Nicht? Das ist nochmal ganz anders. Und, das haben wir ja schon gehört vom Armin. Das hat er uns schon erklärt, wie es bei ihm funktioniert. Das sieht mittlerweile gut aus. Wenn wir jetzt schon bei Tramin sind, und der Ort natürlich mit der Rebsorte Gewürztraminer verbunden ist, auch wenn es jetzt nicht 1000-prozentig gesichert ist, dass er auch von daher kommt. Aber ist es schon eine Rebsorte? Ich meine, ich ganz am Anfang war Gewürztraminer für mich die Rebsorte, die ich jetzt als erstes mit Südtirol verbunden habe, zumindest bei den weißen Rebsorten. Aber ist es heute auch noch so, dass man sagen kann, Klima und Boden erzwingen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber erzwingen, dass man dort Gewürztraminer tatsächlich anbaut, um Tramin herum? Erzwingen nicht, aber wir sehen ja selbst, es sind die besten Gewürztraminer Trauben sind de facto die besten, die von hier kommen. Doch, das sehen wir schon. Wir haben ja auch ein bisschen Gewürztraminer in Kaltern und so weiter, aber Tramin hat einfach wirklich sehr gute Qualität für Gewürztraminer. Und das ist natürlich eine historisch sehr wichtige Rebsorte schon mal. Und sehr wichtig im Verkauf für Italien. Also Gewürztraminer ist ein absolut wichtiger Wein und qualitativ einfach sehr hochwertig hier. Der hat ja manchmal so ein bisschen das Problem, dass es ihn an Säure mangelt. Zumindest wenn man jetzt an das Elsässer Pendant denkt, da ist es ja oft sehr breit und barock und mit wenig Säure, da denkt man mehr an den Vorschlaghammer. Das ist in Südtirol ja weniger der Fall, ne? Ja, genau, es ist ein anderer Stil. Also wir suchen schon trockene Weine. Und wir verkosten später ja noch den Gewürztraminer Vigna Castellaz. Wir führen jetzt verschiedene Gewürztraminer und man sieht eben, dass unsere Stilistik in eine moderne, sagen wir mal, trockene, frische, auch säuregeprägte Stilistik hineingeht. Ja, bevor wir zu den Weinen kommen, vielleicht nochmal als Überblick, was habt ihr für einen Rebsortenspiegel und wie teilt ihr eure Weine ein? Gibt es da verschiedene Linien oder Qualitätsniveaus? Also Rebsortenspiegel haben wir einen relativ breiten, wie es in Südtirol ganz typisch ist. Und das kommt jetzt auch wiederum durch die Lagen eigentlich her, weil wie gesagt, wir hier gerade an der Weinstraße in einem sehr glücklichen Bereich sind, was Rebsorten angeht. Es gedeiht hier wirklich alles sehr gut, das muss man einfach wirklich sagen. Und Südtirol ist historisch bedingt ja schon eine Region, auch immer schon gewesen, die sehr viele Sorten geführt hat. Und dann haben wir natürlich verschiedene andere Sorten, die wir dann in Höhenlagen und so weiter auch anlegen. Aber insgesamt
sind wir hier in einer Zone, die, ja, die das Glück hat, sehr vielseitige Rebsortenspiegel auch widerspiegeln zu können. Mhm. Und deswegen, wir gehen vom Weißburgunder zum Pinot Grigio natürlich auch, Chardonnay, Sauvignon, dann führen wir den Lagrein natürlich ganz klar, den Blauburgunder, Merlot, also der Rebsortenspiegel ist relativ breit. Und von der Einteilung her, also wir führen einerseits Weine aus der Selezione-Linie, das sind Weine, die zum Teil auch aus höheren Lagen kommen, und zwar aus verschiedenen, also aus verschiedenen Lagen, die bei den Weißweinen gerade ja, rein aus dem Stahltank eigentlich kommen, die sehr auf die Frucht ausgerichtet sind, eine sehr schöne Typizität auch führen, die Frische natürlich, die beibehalten wird, gerade durch die Höhenlagen. Und dann geht man über auf Einzellagen, auf die Favorites auch, sagen wir mal, vor den Einzellagen, wo der Cardellino drinnen ist. Das sind Weine, die von der Stilistik her ausgebaut werden wie Einzellagen, die aber keine Einzellagen sind. Und dann haben wir natürlich Castel Ringberg und Castellazza, also die Einzellagen, die Vigna-Weine, die zertifiziert auch sind. Und letzten Endes wird das Portfolio von unseren Grand Cuvée, also von unseren großen Topweinen abgerundet. Und dazu gehört zum Beispiel der Vierte Clouds oder seit kurzem auch seit einigen Wochen eigentlich erst der Aton, der Blauburgunder Pinot Noir, der mittlerweile, der jetzt praktisch unser Top Blauburgunder auch darstellt, Top Rotwein darstellt. Super, ja. Ja, ich glaube, dass Südtirol so was Blauburgunder oder bei uns heißt der Spätburgunder angeht, dass das schon noch eine Rebsorte ist, die ein wahnsinnig hohes Potenzial in Südtirol hat und vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausgebaut werden kann oder noch zu eine wichtigere Stellung vielleicht in Zukunft einnehmen könnte. Also in Südtirol hat Blauburgunder schon eine sehr wichtige Stellung. Es ist in Deutschland, für Deutschland hat der Blauburgunder aus Südtirol eine weniger wichtige Stellung. Aber Pinot Noir in Südtirol ist sehr, sehr wichtig gesehen. Jedes Weingut fokussiert darauf, hochwertigen Blauburgunder zu produzieren. Ja. Man sucht die besten Lagen heraus. Es wird sehr viel Arbeit gemacht für Blauburgunder, um eben nach den besten Lagen zu suchen. Und es wird auch sehr gefragt. Also es ist eine sehr, sehr große Nachfrage an Pinot Noir aus Südtirol da. Gerade aus Italien in erster Linie, aber auch ansonsten aus dem Export insgesamt, aus dem Ausland, weil wir in Südtirol eine kühle Stilistik am Blauburgunder haben und preis-leistungsmäßig, sagen wir mal, wirklich auch stark, sagen wir mal, arbeiten können, gerade was Blauburgunder angeht. Und man hat natürlich da immer das Burgund im Kopf und die einfach preis-leistungsmäßig, sagen wir mal, ein bisschen schwieriger, sagen wir mal, so aufgestellt sind. Der deutsche Konsument ist wahrscheinlich zu eingebildet und trinkt lieber den deutschen Spätburgunder aus dem Rheingau. Kennt einfach den Blauburgunder aus Südtirol nicht so sehr. Okay. Das ist in Deutschland fokussiert man nicht so stark auf Blauburgunder. Man kennt es einfach nicht so sehr. Wenn man die Deutschen hierher kommen, fokussieren bei den Roten dann vor allem auf Lagrein oder auf Malonen. Aber Blauburgunder ist eigentlich eine Sorte, die als Südtiroler Sorte, die in Deutschland erst bekannt werden muss. Ja. So. Bevor wir zu den Weinen direkt mal auch praktisch kommen, noch ein Stichwort, was ich auf eurer Seite entdeckt habe, sind die Stollenweine. Das finde ich ja sehr spannend. Genau. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also wir wurden immer mehr nach gereiften Jahrgängen auch gefragt in den letzten Jahren. Und haben uns dann eben auch überlegt, gut, was kann man eigentlich machen, beziehungsweise auch das eigene Interesse ist in den letzten Jahren natürlich gestiegen, wie entwickeln sich eigentlich unsere Weine über einen langen Zeitraum hin. Und dann haben wir gemeint, gut, wir werden einige Weine auf die Seite tun, aber wenn, dann in optimalen Bedingungen, den einfach in den Keller stellen und warten, dass für ein Weingut ist es zu wenig, da muss schon mehr dahinter sein. Und insofern haben wir überlegt, in welchen Konditionen eigentlich ein Wein besonders gut reifen kann. Und wir haben selbst ein kleines Haus auf der Saiser Alm. Und mein Großvater, den habe ich zwar leider nie kennengelernt, aber er hat wohl immer gesagt, es ist komisch, die Weine werden hier besser. Denn natürlich hatten wir und haben wir auch heute noch immer Wein da und dann vergisst. Man muss zu Fuß hingehen, muss man sagen. Also man muss alles auf Rücken hinschleppen. Und wenn das mal dort ist, dann vergisst man es auch. Oder im Winter, man zieht es mit dem Schlitten hin und dann kommt man halt ein paar Weine hin. Und es stimmt, wir haben oft alte Weine dort, einfach weil die dann halt dort liegen im Keller.
Und die lagern, die reifen sehr gut. Und insofern haben wir das im Hinterkopf gehabt und haben auf derselben Höhe, also auf 2000 Meter Höhe, einen Ort gesucht, um einige unserer Weine lagern zu können. Mhm. Und sind somit auf den Silberstollen gestoßen im Meridnauntal. Der liegt auf 2000 Meter Höhe. Und in 3 Kilometern Tiefe beginnt ein Seitenstollen. Und den haben wir gemietet, den haben wir angepachtet. Und dort lagern jetzt Beyond the Clouds und Gewürztraminer Kasselatz. Und nach einigen Jahren, also im Moment sind wir beim 2014er Jahrgang, bringen wir jeweils eine Palette Wein herunter und bringen also, die dann auch in den Vertrieb. 3 Kilometer Tiefe heißt jetzt horizontal in den Berg gegangen. Genau. Also man bleibt auf der Höhe, aber man ist 3 Kilometer im Berg drin. Dann. Genau. Genau. Und wir haben bei der ersten Verkostung, als wir das begonnen hatten, das Projekt, haben wir natürlich ein paar Jahre drauf, Anspannung, den ersten Wein verkostet, also dasselbe Wein Stollen gereift und dasselbe Wein Keller gereift, selber Jahrgang, selber Wein. Und da waren wir natürlich alle ein bisschen nervös, weil wir nicht wussten, was herauskommt. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, so Wein in den Stollen zu bringen und so weiter. Und haben die Flasche geöffnet und schon von der Farbe, nur von der Farbe her, war halt ein Riesenunterschied. Wie lange war der Wein im Stollen? Wie lange war der im Stollen? Ja, das jetzt beim ersten Jahrgang weiß ich, wir haben es halt irgendwann nach ein paar Jahren, das sind die ersten verkostet. Okay. Und mittlerweile, gut, jetzt haben wir den 2014er Jahrgang, den wir herausbringen. Aber 600 Flaschen, also da geht es immer um kleine Mengen. Aber man sieht den Unterschied, einerseits die Weine im Stollen, die reifen zwar schon, aber sie behalten die Säure besser bei. Sie bleiben frischer, es ist so eine gewisse Tension auch mehr da. Und fast schon eine gegensätzliche Situation. Es sind sehr interessante Weine, die entstehen. Und der Reifeprozess wird einerseits verzögert, kann man sagen, aber gleichzeitig findet er schon statt. Aber er bleibt der Wein insgesamt frischer. Und das haben wir natürlich einerseits, gut, wir sind in einem, wir haben einen Stollen, also es ist dort sehr feucht, also wir haben dort 95% Luftfeuchtigkeit. Man fährt ja auch mit so einem kleinen Zug rein, das ist so ein wirklicher Mini-Lastenzug. Das ist auch kein touristischer Stollen, also Sie können sich vorstellen, das ist jetzt nicht gerade vorbereitet für Besuche. Ja. Man fährt da hinein, dann hat man einen Helm auf, eine kleine Lampe, es ist stockdunkel drin, das ist für die Weine natürlich wunderbar. Dann diese ganze Feuchtigkeit, das Wasser rechts und links. Man muss auch mit echten Plastikstiefeln rein, weil da ist wirklich Wasser am Boden. Jetzt nicht dort, wo die Weine liegen, die haben wir auf einen kleinen Vorsprung drauf, aber sagen wir mal rechts und links, immer wieder rinnt da Wasser. Dann ist natürlich Luftdruck ist natürlich ganz ein anderer, das macht natürlich einen großen Einfluss aus. Und dann finde ich auch, Temperatur natürlich, das haben wir ungefähr 9 Grad das ganze Jahr durch. Und dann finde ich eben auch, dass im Dorf hier oder in einem normalen Bereich, wo eben Leben auch ist, gibt es Autos, irgendwie fahren Traktoren, fahren Lastwagen. Und es ist immer eine gewisse Vibration da. Und der Wein dreht sich mehr in der Flasche. Und oben, da ist er wirklich isoliert. Das heißt auch nicht umsonst Schneeberg, denn 3/4 des Jahres ist der Berg bedeckt mit Schnee und man kann gar nicht in den Stollen hinein, denn der ist zugedeckt. Und dort ist absolute Ruhe. Dort ist nichts. Ne? Da gibt es keine Vibrationen mehr, da gibt es gar nichts. Und die Gesamtheit der verschiedenen Faktoren, ne? Gerade natürlich die Temperatur und die Dunkelheit und die Luftfeuchtigkeit und Luftdruck macht natürlich aus, dass das einen anderen Prozess, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Luft, die eine ganz andere ist in einem Stollen, wie jetzt in einem Weinberg oder in einer Ortschaft, spielt vielleicht auch noch eine Rolle mit rein, ne? Ja, das wird sein, das ist sicher auch wahr. Ja, es ist ein komplexes Zusammenspiel aus allen Teilen. Aber ja, die Luft ist natürlich eine ganz saubere, frische, klare Luft. Ne? Super. Eine schneidende Luft da drin. Und 600 Flaschen klingt jetzt nicht danach, dass man da leicht drankommt an so eine Flasche, oder? Da gibt es wahrscheinlich eine Warteliste. Ja, genau. Allerdings, das ist leider sind es wenig Flaschen. Aber einige Flaschen gibt es ja doch immer. Also wir bringen sie meistens im Herbst auf den Markt. An besondere Kunden, die Weine auch schätzen und die gerade etwas Besonderes auch suchen. Und man findet sie dann in einigen Restaurants, in einigen besonderen Fachhändlern.
Und ja, es sind nur 600 Flaschen, also es bleibt natürlich eine absolute Rarität. Absolut. Der Stollen ist zwar relativ groß, der ist 2 Kilometer lang, aber tief hinein können wir nicht gehen, weil da ist er irgendwo ist er schon zusammengebrochen, ganz hinten. Also wir trauen uns jetzt nicht ganz nach hinten. Er wird nur am Anfang dort benutzt. Okay. Und dann da ist ein Tor auch dran, also ein schmiedeisernes Tor. Und ganz in den ersten Jahren hat ganz oben am Tor irgendwie, da war halt irgendwie ein Freiraum, ganz ein bisschen. Und dann ist uns aufgefallen, dass da einige Flaschen gestohlen wurden. Und ich muss sagen, ich finde es fast ein Kompliment. Denn dass da jemand ja, der schafft, der hat's verdient, 3 Kilometer in den Stollen reinläuft, um dann über den Tor zu klettern und da hinten dann 3 Flaschen rauszunehmen. Das war nicht viel, es waren gerade ein paar Flaschen. Um dann 3 Flaschen rauszunehmen, muss ich sagen, das ist schon fast, finde ich schon wirklich ein Kompliment. Gut, wenn es nur 600 Flaschen gibt, könnte man ja auch sarkastisch sagen, es bleibt einem gar nichts anderes übrig, wieder selber in den Stollen zu gehen und die Flaschen rauszuholen. Ich glaube, dann wird es langsam Zeit, dass wir uns dem Produkt zuwenden, um es mal ganz nüchtern auszudrücken. Und zwar, wir fangen hier an mit dem Pinot Bianco, also dem Weißburgunder. Ich muss fast sagen, hat sich die letzte Zeit bei mir fast zu einer Lieblingsrebsorte entwickelt. Also aus der Burgunderfamilie ist mir der Weißburgunder fast der Liebste. Also Chardonnay, sage ich mal, steht ja eh ein bisschen über den Dingen, was man so, wenn man so will, weil er einfach eine sehr, sehr wichtige Rebsorte ist. Aber von seinen... Ich bin auch ein großer Chardonnay-Fan, muss ich so zugeben. Ja, ist natürlich eine Wahnsinns-Rebsorte, die für sehr, sehr wichtige Stile einfach verantwortlich ist. Aber in der Burgunderfamilie ist der Pinot Bianco einfach der elegante kleine Bruder, der oft unterschätzt wird und leider in Deutschland auch oft dem Grauburgunder etwas hinten nachsteht. Aber ich finde es einfach eine klasse Rebsorte. Was gibt's? Aber ich glaube, Weißburgunder aus Südtirol wird schon sehr geschätzt. Also das Thema Weißburgunder aus Südtirol ist schon ein Thema, das in Deutschland auch bekannt ist. Also ja, doch würde ich schon sagen. Ja, das natürlich war mehr bezogen auf die Trinkgewohnheiten, was man jetzt bei uns im Land hat. Also bei euch vor Ort definitiv. Ich glaube, Grauburgunder spielt ja in Südtirol wirklich eine kleine Rolle, nur wenn überhaupt. Aber jetzt bei uns die Trinkgewohnheiten, da wird schon oft gerne auf Grauburgunder gesetzt. Ja, insgesamt mengenmäßig ist natürlich Grauburgunder genau in Deutschland größer, also der Pinot Grigio. Ja, Weißburgunder ist für uns eine sehr wichtige Sorte, ist auch eine der Leitsorten in Südtirol. Und hier haben wir den Kristallberg, also das ist jetzt ein Weißburgunder, der aus einer mittleren Höhe stammt, und zwar von 600 Metern. Und das ist eine kleine Terrasse mitten in Altenburg. Das liegt praktisch zwischen Pramin und Kaltern, aber auf der Höhe. Und den Weinberg haben wir vor einigen Jahren gekauft. Ich weiß jetzt nicht, war vor 8 Jahren plus minus oder 9 mittlerweile. Wir haben nach einem Weinberg für Weißburgunder gesucht in der Höhe. Wir hatten nämlich früher den Weißburgunder Kasselatz. Und wollten dann eigentlich auf eine Stilistik finden, die ins Mineralische, ins Frische geht. Und somit haben wir nach einem Weinberg in der Höhe auch gesucht und haben eben diesen gefunden. Da war sowohl Sauvignon angelegt ursprünglich als auch Weißburgunder. Und somit konnten wir beide am Anfang mal ausbauen. Ja gut, das ist schon über 9 Jahre her, wenn ich so denke, was wir alles schon gemacht haben mit da oben. Jedenfalls haben wir das mal zuerst separat ausgebaut und haben gesehen, dass der Weißburgunder sich wirklich wunderbar entwickelt auf dieser Höhe und sind somit zum Kristallberg gekommen. Und das ist jetzt für uns ein Wein, ja, wie Sie sagen, ein Wein, der sehr vielseitig ist, aus dem man auch sehr viel machen kann. Das ist natürlich auch eine der Atus vom Weißburgunder. Wir haben bei diesem Wein auch einen kleinen Holzanteil. Ja. Also wir sind jetzt bei ungefähr 20% des Weins, da eine Mischung aus in Holz praktisch ausgebaut wird. Und zwar eine Mischung aus Holzfässern von um die 25 Hektoliter oder auch weniger, 20, 15. Wir haben verschiedene, also da jongliert man ein bisschen jedes Jahr und auch Barrix. Und früher hatten wir mehr Barrique, also wir hatten einen kleineren Holzanteil von ungefähr 15%, allerdings aus dem Barrique, ein Drittel Neues, ein Drittel aus dem zweiten und ein Drittel aus dem dritten Durchgang und haben das jetzt eigentlich sukzessive umgestellt in den letzten Jahren auf mehr großes Holzfass und dafür den prozentuellen Anteil erhöht. Und das merkt man im Wein auch an, er hat einerseits eben dieses
ganz feine, leichte, dezente Holz. Es gibt ihm natürlich mehr Körper, mehr Struktur mit. Aber eigentlich ist es sehr, sehr stark im Hintergrund. Es ist eingebunden. Und was bei dem Wein besonders nach vorne kommt, ist eben gerade diese Mineralität, dieses Steinige vom Weinberg. Wir sind hier auch auf einer Borfürth-Terrasse und liegen eben auf einer relativ hohen Höhe bei diesen 600 Metern. Und deswegen natürlich kommt da auch die Frische, also die Säure zum Vorschein. Also ein Wein, der gerade diese Höhenlage auch widerspiegeln soll. Ja. Ohne eben an Körper zu verlieren. Und das natürlich macht das ja einen sehr spannenden Wein. Ist einer meiner Favoriten. Sehr gut. Ja, also von der vom Etikett her finde ich es sehr schön, sehr schlicht. Hinten sogar dreisprachig drauf. Das macht in Südtirol sicherlich Sinn. Und wir haben jetzt einen sehr jungen Jahrgang noch, 2020. Das ist jetzt aber quasi der aktuelle Jahrgang im Verkauf, ne? Genau, das ist der aktuelle Jahrgang. Ganz genau. Von der Farbe her typisch, würde ich sagen, als Weißburgunder immer eher auf der blassen Farbseite. Aber schönt ihr den Wein, filtriert ihr den? Wie geht es weiter nach der Gärung? Ja, natürlich, der Wein wird filtriert. Also wir haben eigentlich nur den Aton, den Blauburgunder, der nicht filtriert wird. Und dieser hier, genau, der wird filtriert, ja. Ja, von der Nase her, also zunächst mal, was mir immer sehr wichtig ist, eine gewisse Rebsortentypizität. Also man hat sofort die Burgundernase, wie es ja manchmal genannt wird. Also das kommt sofort raus. Wenn man es kennt, weiß man, okay, das ist jetzt ein Burgunder. Und gepaart mit der Mineralität ist man natürlich dann immer relativ schnell beim Weißburgunder. Und diese Salzigkeit, die hat er auf alle Fälle, also da riecht man wirklich so ein bisschen was Steiniges. Ja, ne? Genau, habe ich jetzt nicht gesagt, die Salzigkeit, aber da haben Sie absolut recht. Genau, die Salzigkeit, die kommt herüber, eben diese Mineralität. Ne? So ein nasser Stein, hat so eine Steinabriebsnote, wie wenn man jetzt so Steine auseinanderklopft, das kommt dann schon gut mit raus, aber auch was Mandeliges, finde ich, gerade am Anfang hat er so eine leichte, nussige Note. Sagt er durch Holz auch, ne? Ja. Ich habe ja Ihnen davor gesagt, dass den Keller von Kassel-Ringberg, nicht? Und da kommen Holzfässer hinein. Und zwar um die 25 Hektoliter haben wir die alle bestellt. Das sind 8 Fässer. Und das ist eben, gerade wie beim Weißburgunder, um eben die Einzellagenweine auf größeres Holzfass umzustellen. Also nur einen kleinen Anteil natürlich. Dann der größte Teil liegt im Stahltank, um eben gerade die Mineralität beizubehalten und so weiter. Aber das Holz, eben dieses leichte, nussige, das natürlich da sein kann auch, und diese rauchigen Noten ein bisschen, die dann allerdings vom großen Holzfass kommen und nicht vom Barrique. Ne? Ja, das ist ganz, ganz leicht nur eingebunden von der Holzaromatik, weil wenn man es übertreibt, denke ich mal, dann würde man irgendwo die Mineralität wieder mehr in den Hintergrund drücken. Also man will ja das vielleicht nur ganz sanft einfassen mit einer, wo vielleicht gar nicht so sehr die Holzaromatik im Vordergrund steht, sondern einfach auch das Reifen durch den Sauerstoffkontakt einfach den Wein insgesamt harmonischer machen. Ganz genau. Und das ist einfach perfekt gelungen. Also wirklich. Ja, und ich finde auch wirklich ein Weißburgunder, und da kommen wir vielleicht wieder auf das Thema zurück. Sie hat mich davor gefragt, der Gewürztraminer Intramin und dann eben auch die verschiedenen Rebsorten und bezüglich der Zone und der Höhe. Und wenn wir jetzt auf den Weißburgunder eingehen, muss ich sagen, das ist eine der Sorten, wo man in den letzten Jahren schon gesehen hat, gut, da muss man vielleicht wirklich überlegen, ein bisschen von den Weinbergen her eine Selektion durchzuführen, um ein bisschen mehr in die Höhe zu gehen. Denn meiner Meinung nach, ein Weißburgunder muss Mineralität zeigen, muss frisch sein, es soll nicht ein fetter, breiter Wein sein. Und deswegen haben wir hier begonnen, in die Höhe zu gehen. Und deswegen, das ist, sagen wir mal, eine der Rebsorten, die wir jetzt weniger aus tieferen Lagen beziehen und anlegen, sondern eigentlich wirklich in höheren. Der Kristallberg ist jetzt wirklich als Wein, kommt er von Altenburg als Einzellage praktisch. Allerdings führen wir noch weiter in Weißburgunder, in Selezione, also Pinot Bianco zum Beispiel. Und der wird dann bis auf 950 Meter Höhe angelegt. Mhm. Das ist dann praktisch unser Basis-Weißburgunder. Da kommen dann verschiedene Lagen mit hinein. Es ist ein Verschnitt aus einerseits der Höhenlage und andererseits dann wiederum tieferen Lagen, die den Körper wiederum mitgeben. Mhm. Also praktisch ein Lagenverschnitt sozusagen. Und da ist auch ganz interessant zu sehen,
wir haben natürlich, wir wollten auch lernen, sagen wir mal, was kann man wirklich tun in Höhenlagen, wie entwickeln sich die Rebsorten auch für die Zukunft, sagen wir mal. Und somit haben wir ja diesen Weinberg, der ist 5 Hektar groß, also relativ groß, mit Blauburgunder und Weißburgunder angelegt. Und man ist ja fast auf 1000 Meter Höhe, also das ist dann schon wirklich ein Extrem. Und de facto ist eine Lage, die abgesehen von der Weinqualität, aber auch ein sehr großes persönliches Interesse hat an, wie wird in solchen extremen Situationen und Lagen überhaupt Wein angebaut. Und ja, gerade beim Weißburgunder, das sieht man, mit der Klimaerwärmung, man muss sich schon Gedanken machen, wo man diese Rebsorte anlegt, um auch auf das hinzukommen, wo man hin will. Und wir haben in Südtirol einfach das große Glück, in so unterschiedlichen Lagen arbeiten zu können. Jetzt, wenn ich nur von unserem Weingut spreche, dann sind ja schon wir nur von 250 Meter bis auf 950 Meter Höhe. Das ist ein Riesenpotenzial an ganz unterschiedlichen Klimas. Ja. Und viele Rebsorten sind in klassischen Zonen, sagen wir mal, auf um die 300 Meter oder bis 400 sind, sagen wir mal, die besten Lagen für viele der klassischen Rebsorten. Ja. Wenn man aber auf einige Sorten geht, wo man sagt, man sucht hier wirklich diese Knackigkeit drinnen, diese Typizität der frischen Südtiroler Weine, wie eben gerade beim Weißburgunder, dass der auch der Fall ist, dann versucht man bei diesen Weinen schon auch dieses Potenzial der Höhenlagen auszunutzen. Und das sieht man eben beim Kristallberg. Ja, also im Mund muss ich sagen, was auffällt, ist, er ist einfach ein sehr knackiger Wein, ein eleganter Wein mit einem mittleren Körper, also hat einen sehr, sehr schönen Trinkfluss. Es kommt auch so eine schöne Zitrusfrische rein, die diese Mineralität einfach auch nochmal unterstreicht. Aber was auf jeden Fall erwähnenswert ist, obwohl jetzt keine Wuchtbrumme ist, hat er schon eine sehr schöne Länge, finde ich. Und was hinten raus sich einfach zeigt, ist, es ist jetzt nicht, er bleibt in seiner Komplexität erhalten, aber was sich hinten raus zeigt, ist nochmal so eine ganz schöne Schmelzigkeit, würde ich sagen, fast eine Cremigkeit schon, wo ich jetzt so ein bisschen am Überlegen war, ist es das Holz vielleicht? Ja, bestimmt, spielt es eine Rolle. Ja. Aber wie schaut es aus mit Hefestandzeiten, Batonnage? Macht ihr sowas beim Weißburgunder? Ja, wird auch gemacht und ja, wird auch ein bisschen gemacht, aber was Sie hier vor allem sehen, ist eigentlich schon das Holz. Okay. Ja, also toller, langer Wein, der hinten raus einfach nochmal eine schöne Wendung nimmt, die was ihn einfach großartig macht. Also es ist einfach lecker, da braucht man gar nicht lang rum philosophieren, es trinkt sich einfach wirklich gut. Danke. Er macht Freude, er hat eine Komplexität, er bietet sich, denke ich, aber auch sehr, sehr gut an als Essensbegleiter, gerade durch die knackige, frische Säure kann ich mir auch das ganz gut vorstellen zu Südtiroler Spezialitäten, dass er da eine ganz gute Figur macht eigentlich, oder? Ja, doch. Also wir sind sehr zufrieden mit der. Das ist auch gerade wirklich auch der Stil, den wir gesucht haben für Weißburgunder für die Einzellage. Ja. Also wir wollten hier keinen breiten, warmen Stil Weißburgunder produzieren, sondern wirklich einen Wein, der auch diese Höhenlage widerspiegeln kann. Und deswegen auch, wie Sie sagen, in die Frische geht Mineralität vom Körper her jetzt eben nicht der südliche, warme, breite Weißburgunder ist auch. Ne? Wo liegt man da preislich bei dem Wein? Plus, minus 20, 21 Euro so ungefähr. Völlig angemessen. Also herrlicher Wein. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, welche Weine ich zum ersten Mal bei euch da auf dem Pavillon probiert habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, es war der Pinot Bianco und wahrscheinlich der Gewürztraminer. Also die zwei waren es, finde ich jetzt gerade toll, was wir heute haben. Und das ist auch die perfekte Überleitung. Man merkt schon jetzt nach mehr als 50 Episoden, klappt es auch mit dem Moderieren ein bisschen besser. Und unser zweiter Wein, das war mir jetzt ein bisschen wichtig noch, eben ist die Haus- und Hofmarke, namensgebende Rebsorte eures Örtchens, der Gewürztraminer. Was können Sie uns über den noch erzählen? Ja, genau. Also Gewürztraminer ist natürlich für uns eine absolut wichtige Rebsorte. Wir sind, wie Sie es auch sagen, aus dem Dorf Tramin. Jetzt, wo die Rebsorte ihren Ursprung wirklich nimmt, darüber lässt sich streiten. Das ist natürlich immer eine Entwicklung, sagen wir mal, die eine Rebsorte auch durchführt. Aber jedenfalls, den Namen hat sie hier erlangt. Und das kommt daher, dass Tramin
oder dass Südtirol lange Zeit nicht die Rebsorten an sich benannt hatte, sondern vor allem die Herkünfte. Und Tramin war auch bereits damals schon eine sehr berühmte Herkunft und qualitative Bezeichnung für Wein. Und man hatte dann verschiedene Weine. Also man hat den weißen Traminer gehabt, dann hat es den roten Traminer gehabt. Und im 18. Jahrhundert wurden dann langsam die Rebsorten benannt. Und man hat angefangen, ein bisschen aufzuräumen in den Weinbergen sozusagen und nach Rebsorten spezifisch zu arbeiten. Bis dahin war viel gemischter Satz. Und man muss auch wirklich sagen, man hat auch von alten Etiketten, sieht man dann auch heute noch manchmal bei den historischen Etiketten, dass dann ein Wein von, was weiß ich, Kordatsch gewesen ist und dann steht neben dem Weindorf Tramin. Also Tramin hatte halt wirklich ihre Wichtigkeit. Und von den verschiedenen Rebsorten aus Tramin, von den Traminer Rebsorten, hat sich eine hervorgetan und ist eigentlich nur mehr eine übrig geblieben und das ist eben der würzige Traminer gewesen. Und somit hat sich der Name Gewürztraminer eigentlich entwickelt. Also es war eine historische Entwicklung. Und meine Mutter hat sich auch gut nachvollziehen, ne? wenn man jetzt in den Wein reinriecht. Also es ist die ganz klassische Rosenblüte, ein bisschen Muskatnuss. Ja. Super, genau. Also da passt er schon vom Namen her, definitiv. Ja, genau, der würzige auf jeden Fall. Also hier geht es, genau, gerade beim Castellazgewürztraminer, da sind wir natürlich bei einem sehr komplexen Wein an Gewürztraminer. Also es geht nicht darum, einen sehr breiten und kitschigen Gewürztraminer zu produzieren, sondern wir suchen hier Finesse in dem Wein, wir suchen Komplexität und gerade eben auch diese Würze, die dann eben herüberkommt. Und Castellazzi ist natürlich eine wunderbare Einzellage auch. Also wir sind hier in einer sehr, sehr steilen Lage. Einerseits von der Ausrichtung her alles im Süden zugeneigt. Und Sie müssen bedenken, wir sind in einem Tal, also ist eigentlich alles östlich-westlich ausgerichtet. Und Castellazzi ist ein freistehender Hügel und ist Richtung Süden zugeneigt. Und somit ist es einerseits eine sehr warme Lage, es ist alles terrassiert, es ist wahnsinnig steil, wir haben über 60 Grad Neigung und insofern ein sehr viel Sonne, sagen wir, die da dran kommt. Und andererseits ist es ein Weinberg, der extremst windig ist, und zwar sehr windig. Also meine Schwester hat gerade ein Haus auf Castellazzi gebaut, direkt ganz auf dem Hügel oben. Und zwar in U-Form, damit irgendwo zumindest kein Wind drankommt. Es ist nämlich wirklich, es ist extremst windig. Für die Reben ist das natürlich wunderbar. Es kommt die Ora am Nachmittag auf, die fließt durch das Tal, das ist der Wind vom Gardasee. Genau, und wird dann von diesem Hügel abgeblockt, weil er mitten im Tal, weil er ins Tal hineinschaut. Und bringt somit also trockene Luft mit sich und gleichzeitig kommt, wenn von den Bergen die Luft runterkommt, dadurch, dass der Hügel freistehend ist, bleibt diese kühle Luft im Weinberg erhalten und dreht sich hinein sozusagen. Und deswegen auch die Säure. Sie sehen, das ist ein Wein, der auch wiederum als Gewürztraminer, wir haben davor von der frischen, von der modernen Stilistik von Gewürztraminer gesprochen und das ist ein Beispiel. Also hier haben wir, ja, wir haben zwar schon um die 8 Gramm Restsüße jetzt beim Castellazzi Gewürztraminer, aber es zeigt in erster Linie die Säure. Und gerade am Ende hin kommt dann nochmals diese Frische auf. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Sie haben vorhin von den Elsasser Gewürztraminern gesprochen, die eher ins Opulente gehen und sagen wir, schwer auch irgendwo sind dann. Ne? Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ein Wein auf der Frische endet. Und gerade beim Gewürztraminer, der von der Rebsorte eben einfach aromatisch ist. Und der muss dann natürlich... Genau. Ja, also ich kann nur sagen, auch hier wieder die Rebsortentypizität, ganz klassisch, also in einer Blindprobe, eine relativ sichere Bank, dass es sich hier um Gewürztraminer handelt, aber schon eine leichtfüßige Variante, so man das beim Gewürztraminer überhaupt sagen kann. Ich habe schon gespitzt auf dem Etikett, 14%, es ist ja eine Rebsorte, die hohe Zucker gerade bildet, entsprechend fallen auch die Weine höher alkoholischer aus, wenn man sie denn trocken ausbaut. Aber 14% ist für einen Gewürztraminer ja eher auf der unteren Seite. Und das ist natürlich jetzt schon dieses Würzige. Wir hatten schon mit, ich sage jetzt mal Rosenblättern, ich bleibe dabei, Muskatnuss. Und dann natürlich auch was Tropisches, was einfach den Gewürztraminer, finde ich, auszeichnet. Ich bin heute nicht ganz so gut in Form, weil ich immer noch erkältet bin. Aber für mich geht es schon so ein bisschen Richtung Maracuja vielleicht, Passionsfrucht. Ich weiß nicht, was ihr drin gefunden habt. Ja, wir haben schon so ein bisschen tropische Noten. Ja, Passionsfrucht würde ich ganz gut sehen dafür, ja, auf jeden Fall.
Was einfach im das Mund Interessante bei dem Wein ist ja auch, dass es, dass, gerade wenn man von der Komplexität spricht, das wir auch angesprochen haben, dann entwickelt er sich im Glas. Hm. Ne? Und ich glaube, und auch gerade ja, diese Vielseitigkeit, die er zeigt, auch über einen längeren Zeitraum hinweg, gerade wenn man von Lagerweinen spricht und gerade vom Argentum Bonum, ne, da haben wir also von den Stollenweinen, auch diesen Wein, der wird ja Stollen gereift. Und im Moment ist er noch, was haben Sie hier für einen Jahrgang, 20. wenn ich fragen darf? 20 eben. Ne? Im Moment ist das ein relativ junger Jahrgang noch. Und insofern zeigt er diese Frucht im Vordergrund im Moment auch ganz besonders, wie sie auch so schön, also die Frucht und ja, die tropische Frucht und eben auch diese Rosen, also dieses klassische aromatische vom Gewürztraminer stark. Wenn er dann reift und wenn er oder auch wenn er länger im Glas ist, dann kommen eben eher diese würzigen Noten dann wiederum zum Vorschein. Ne? Aber was ich toll finde, ist, im Mund ist das echt eine Geschmacksexplosion. Also da kommt nochmal so. Mhm. Mandarine finde ich jetzt so auf Anhieb, vielleicht liegt es auch an der Weihnachtszeit, ja. Aber es ist eine Mandarinennote und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist einfach, es ist echt so ein frischer Punch, also da kommt nochmal so eine, man denkt da immer an grüner Veltliner, aber es kommt schon so eine Pfeffrigkeit rein, fast eine, ich will jetzt nicht sagen Schärfe, aber es ist schon... Mhm. Ist schon eine Würzigkeit. Also das ist schon so, dass es diese schöne Mischung zwischen tropischen Früchten und wirklich kräuterwürzig bis rein ins Pfeffrige geht, gepaart mit so einer Orangennote. Das ist einfach total klasse. Das ist echt, echt ein super leckerer Wein. Und für einen Gewürztraminer wirklich sehr elegant, sehr schlanker Fuß, leichter Körper, was beim Gewürztraminer echt ein positiver Pluspunkt ist, macht super viel Spaß, auch alleine, wo man jetzt gar nicht groß was zum Essen braucht, was bei Gewürztraminer, ja, ich meine, der ist ja eine Bouquet-Rebsorte, also sie ist sehr expressiv, die Rebsorte, deswegen kann man sie natürlich schon gerne alleine trinken, aber wegen hohem Alkoholgehalt finde ich, tut er sich meistens als Essensbegleiter ein bisschen leichter, dass man einfach was im Magen hat, auch wenn man Gewürztraminer trinkt. Aber bei dem hier, muss ich sagen, ist es einfach wirklich auch perfekt als Standalone und Flash. Ja, aber das ist schon auch wichtig. Also es ist ein Wein, der natürlich kombiniert werden kann, aber er muss nicht. Es ist ein Meditationswein in dem Sinn. Ne? Also, da geht es mehr um den Wein zu erforschen und man muss nicht unbedingt dazu essen. Man muss dazu essen. Nach ein bisschen Luft kommt sogar noch so eine Flintigkeit mit rein. Da ist sogar tatsächlich noch so ein bisschen Feuerstein noch drin. Also ja, das ist mineralisch. Ja. Also von den Böden habe ich ja noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade ein. Und zwar, jetzt, ich hatte kurz vom Kristallberg, also in der Höhe, gesagt, dass wir dort den Borfir haben. Ansonsten haben wir aber auf unseren Weinbergen in erster Linie Kalkböden. Und gerade Castellazzi, also Castellazzi ist schichtenförmig aufgebaut. Das ist, sind ehemalige Gletscherflüsse sozusagen gewesen, die vom Berg, vom Mendelrücken heruntergekommen sind und auf ihrer rechten Seite das Gestein liegen gelassen haben und das hat sich dann praktisch in schichtenförmig aufgebaut. Und natürlich, der Boden gibt natürlich gerade dem Wein gerade das Mineralische, sagen wir mal, ab. Ne? Und hat insofern sagen wir, seinen Einfluss und das haben sie auch sehr gut gesehen. Ja. Ne? Ja. Nee, wirklich. Also ich bin ja echt begeistert. Ich bin ja ein Pinot Blanc-Fan, habe ich ja gesagt, aber jetzt bei den beiden Weißen, da finde ich den Gewürztraminer, der ist einfach nochmal ganz was Besonderes und ein echtes Aushängeschild und ein sehr, sehr schöner Botschafter für seinen Heimatort. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Wein, kann man sagen. Ja, es ist eine sehr wichtige Rebsorte, gerade was Italien anbelangt. Hm. Wenn Sie in eine italienische Weinbar gehen, dann finden Sie in jeder Weinbar in Italien einen Gewürz by the glass. Das Gewürztraminer tun sie sich dann schwer auszusprechen. Ja. Natürlich ist der Castellazzi-Gewürztraminer, das ist ein Wein, der in der Restauration dann vor allem zu finden ist, in gehobenen Fachhändlern und die praktisch der Flaschenweise dann geht. Wir führen aber noch den Selezione-Gewürztraminer, der ist dann nochmals trockener. Den finden Sie in Deutschland eigentlich auch recht viel und der hat dann ungefähr 3 Gramm Restsüße und der geht dann auch sehr gut als Aperitifwein zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich glaube, um nochmal zurückzukommen auf diese Stilistik, auf diese Thematik des modernen Gewürztraminers, das hat zur Folge, dieser moderne und dank dieses modernen Stils,
ist die Popularität des Gewürztraminers in Italien so stark gewachsen. Ne? Denn wenn man manchmal, wenn ich in Deutschland bin und spreche von Gewürztraminer, dann überlegen viele, man manchmal sagen, aber Gewürztraminer, ach, ist vielleicht etwas schwer und so. Und dann muss ich immer sagen, nein, probieren Sie das. Wir sprechen hier auch nicht von einem Elsässer Gewürztraminer, sondern wirklich von einem Südtiroler frischen, modernen Stil an Gewürztraminer. Und das ist etwas, das sehr, sehr viel Erfolg hat. Nicht? Und natürlich der Castellazzo-Gewürztraminer, das ist einer unserer berühmtesten Weine, hat auch viele Auszeichnungen erhalten. Und der geht natürlich in die Vielseitigkeit, in die Komplexität hinein. Ja. Also vielen Dank für diese schöne Beschreibung und für das schöne Kompliment auch für den Wein. Völlig zu Recht und mehr als angemessen. Und ich muss auch nochmal betonen, 8 Gramm ist jetzt natürlich am oberen Ende von trocken, zumindest, ich weiß nicht, wie die Definition in Deutschland, in Italien ist, aber in Deutschland sind wir ja bei 8 Gramm kurz vorm Ende des trockenen Bereichs. Aber das kann der Wein super wegstecken. Also das macht ihn weder barock, das macht ihn weder zu klobig, ganz im Gegenteil, da kommt es einfach viel mehr drauf an, dass die Paarung, Säure und Zucker und die 8 Gramm, die steckt da weg wie nix. Und das ist für Gewürztraminer ist es immer noch wenig. Ne? Absolut, absolut. Ja. Genau. Haben wir noch Zeit für den Lackreinfrau-Weich? Mach mal schnell, auf jeden Fall. Den Lackrein müssen wir unbedingt auch verkosten. Genau. Denn das ist natürlich eine ganz klassische Rebsorte aus Südtirol, die jetzt auch gerade für Deutschland auch sehr bekannt ist. Und Kassel-Ringberg ist ja auch unsere, ich würde sagen, international wichtigste Lage. Das ist eine 20 Hektar große Lage rund um das Schloss und hat auch von dort seinen Namen praktisch. Und das ist eine Lage, die natürlich dank dieser 20 Hektar unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche Höhen hat. Also wir starten auf ungefähr 350 Meter oder 300 Meter Höhe und wir gehen auf 400 Meter hinauf. Das ist der höchste Punkt. Den habe ich mal abgemessen, um das zu wissen. Und wir führen dort auch verschiedene Rebsorten, ne? Dadurch, dass eben die Lage sehr vielseitig ist. Einer unserer wichtigsten Weine ist der Lagrein Reserva. Den wir auch haben im Glas. Ja. Den haben wir im Glas, genau. Und ich glaube, Lagrein, gut, es ist ein Wein, der sich wunderschön im Glas präsentiert, auch schon. Diese kräftige, dunkle, tiefe Farbe. Und der auch ein ganz klassischer Südtiroler ist. Ein Lagrein wird nie ein Cabernet, ein feiner, eleganter, dezenter Cabernet Sauvignon sein, sondern er wird immer in großen Schritten daherkommen. Und ich glaube auch, gerade beim Lagrein hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren, auch gerade was die Recherche angeht an den Weinbergen. Und in unserem Fall, wir suchen hier wirklich die warmen, schönen Lagen, in der die Traube zur Maturität kommen kann. Und schneiden dann auch nochmal, also es wird nur das Herzstück des Lagreins benutzt, um diesen Wein hier zu produzieren, denn es geht darum, also das Herzstück aus der Traube, meinen Sie? Genau. Ich frage immer nach, weil nicht jeder Hörer vielleicht weiß, was mit Herzstück gemeint ist. Also ihr schneidet unten die Spitze der Traube ab und die Schulter oben wahrscheinlich, ne? Genau, haben Sie recht, mich zu fragen, weil manchmal erzähle ich was und denke nicht dran, dass ich da vielleicht war. Aber jedenfalls, das ist, was ich schon wichtig finde, ist, dass der Lagrein eben diese feinen Tannine entwickelt und eine gewisse Geschmeidigkeit auch zeigt. Und früher wurde Lagrein als Verschnittwein, wenn Sie denken, noch vor einigen Jahrzehnten war der Lagrein ein Verschnittwein für die Farbe. Und er hat natürlich eine ganz tolle Farbe, aber er hat gerade in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren auch eine absolut große Beliebtheit, Wichtigkeit als einzelne Rebsorte, einzeln ausgebaut erlangt und sich damit auch darin auch qualitativ entwickelt. Und Es ist ja ein Schicksal, was der Dornfelder auch hat, als Färbertraube quasi zu fungieren früher und hat auch reinsortig eine gewisse Stellung, aber man muss schon ehrlicherweise sagen, dass der Lagrein schon ein ganz anderes Qualitätspotenzial hat, wie jetzt bei uns der zu gern getrunkene Dornfelder hat, ne? Definitiv. Mhm. Ja, also Lagrein hat natürlich ein sehr großes Qualitätspotenzial. Er ist auch ein Wein, der wahnsinnig beliebt ist und nachgefragt ist. Im Moment gibt es mehr Nachfrage an Lagrein als Produktion in Südtirol, muss man wirklich sagen. Und wir haben ja auch das Potenzial dieser großen Rotweine gesehen, denn wie Sie sehen, es ist dieser Wein hier ist ein Wein, der einerseits die Wärme zwar zeigt, die Trauben im Weinberg erhalten,
es ist ein großer Wein, ein wichtiger, ein tiefer Wein, aber gleichzeitig hat auch dieser Wein Säure, er hat Struktur. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn auch wenn ein Klimawandel hier vorgeht, bleiben wir eine Cool-Climate-Region letzten Endes. Nicht? Und das ermöglicht uns eigentlich hier, Rotweine zu produzieren, die einerseits immer besser werden, aber gleichzeitig auch die Säure beibehalten und elegante Rotweine bleiben. Und wir haben auch in 2015 eben gerade aus diesem Grund, aus diesem Glauben an eine Zukunft, auch eine weitere qualitative Entwicklung in Südtirol hinsichtlich der Rotweine einen neuen Gärkeller auch gebaut. Das sind alles kleine Tanks an 40 Hektolitern, alles mit Schwerkraft betrieben, um auch den Wein nochmals fruchtiger zu gestalten und die Frucht in den Vordergrund zu bringen und um einfach einen weiteren Qualitätssprung machen zu können, in der sachten Behandlung, also Annahmestelle, von der Annahmestelle bis hin zum Weitertransport der Trauben. Dann fallen die Trauben in eine Art Cuvon. Also die werden durch ein sehr technisches System bis hin zum Tank gebracht. Mhm. Aber eigentlich muss man wirklich sagen, ist es eigentlich ein Schritt zurück, denn es geht darum, dass die Traube, ohne gepumpt zu werden, in das Fass kommt. Ja. Ne? Und heute macht man das eben nicht mehr, indem man auf der Schulter die Trauben rüberzieht, sondern es wird über ein ganzes System, ein System, durch den Bau dieses ganzen Systems kann das praktisch genutzt werden. Aber es geht wirklich immer mehr darum, auf die Feinheiten einzugehen, die eine Lage bietet. Und die Qualität, die der Wein im Weinberg erlangen kann, auch im Keller beizubehalten. Ne? Ja, ich denke mal, Südtirol hat das Potenzial oder den großen Vorteil, im Zuge des Klimawandels natürlich die Flucht nach oben antreten zu können. Da denke ich, ist noch ein bisschen Potenzial da, viel mehr wie vielleicht in anderen Gebieten, wo man nicht die Möglichkeit hat, der Wärme mit steigender Höhe quasi ein Stück weit entgegenzutreten. Ja, Flucht nach oben würde ich es eigentlich gar nicht so richtig benennen, sondern es mit einigen Rebsorten, die sind de facto interessanter in der Höhe, aber andere entwickeln sich auch besser, wenn wir gerade jetzt zu den Rotweinen kommen. Ne? Die werden natürlich besser, das muss man einfach ganz ehrlich auch sagen. Ne? Ja, es ist ja nicht nur die Wärme, weil ich meine, mit zunehmender Höhe, das kenne ich zumindest jetzt aus Weißhäutiger auch, steigt das Sonnenbrandrisiko dramatisch an. Also es ist nicht nur die Wärme, es ist auch genau. Die Strahlung, die Luftdichte spielt eine ganz andere Rolle und natürlich auch die Dauer der Bescheinung etc. pp. Da kommen ganz viele Faktoren mit rein. Aber was mir bei diesem Wein jetzt hier als erstes aufgefallen ist, ich will nicht sagen marmeladig, weil das manche negativ sehen, aber es ist für mich schon einfach verflüssigte Sonne. Der Wein, der hat schon einfach einen sehr wärmenden Charakter. Man merkt einfach ein vollreifes Lesegut. Ich würde es vielleicht als eingekochte Pflaumen beschreiben, die vielleicht auch so ein bisschen eine würzige, herbe Note noch mit drin haben, dass es nicht zu fruchtsüß ist, sondern es ist schon herber Wein. Genau. Ja, genau. Ja, da haben sie, lagert 1,5 Jahre im Barrique fast dann auch. Ja. Also natürlich das Holz, das man auch sieht. Wir benutzen eigentlich alles französische Eiche, das kommt von unterschiedlichen Tonneliers. Und rein von der Tostatur her benutzen wir eine Tostatur, die ein bisschen länger geht als eine normale, also ungefähr 1,5 Stunden, allerdings schwächer. Also das ist insofern, damit das Holz dann nochmals besser eingebunden ist und nicht so stark im Vordergrund auch steht. Ja. Ne? Also das Thema Toasting, da könnte man jetzt auch nochmal 2 Stunden drüber sprechen, aber wer da mehr erfahren möchte, der kann natürlich auch in einen meiner Online-Weinkurse mal reinschauen und das Thema Toasting ist auch dann im ersten Online-Weinkurs beschrieben. Was ich hier jetzt noch sehr schön finde, ist einfach die Tanninstruktur, also es ist sehr feinkörniges Tannin, was dem Wein aber eine sehr schöne Struktur gibt, finde ich, und auch Grip im Mund. Ich finde ihn auch stoffig. Ich glaube, der hat auch einen relativ hohen Extrakt. Also ich finde ihn auch wirklich sehr lecker und kann mir ihn als Essensbegleiter einfach total toll vorstellen. Ja, gerade was Wild angeht zum Beispiel. Ja. Das wäre hier in Südtirol eine ganz klassische Kombination. Wild und Preiselbeermarmelade und dann eben der Lagrein. Preiselbeer lag mir auch auf der Zunge. Ich würde vielleicht sogar mit so einer leichten Wacholdernote noch sprechen. Also es ist einfach auch ein sehr... Ich finde es spannend bei eurem Wein. Weil auf der einen Seite haben sie die komplexe Seite, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen kann und immer neue Seiten entdeckt und... Krankheitsbedingt habe ich die Flaschen, wie ihr vielleicht als Kenner schon gehört habt, auch nicht geöffnet, sondern mit dem Coravin
geöffnet, weil ich zurzeit einfach nicht so viel trinken kann. Aber was ich sagen möchte, ist, die Weine haben die komplexe Seite, dass man sich mit ihnen beschäftigen kann, immer neue Facetten erkennen kann, rausfinden kann. Sie entwickeln sich, sie halten vielleicht auch geöffnet ein bisschen länger durch wie einfachere Weine. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch zugänglich. Also sie machen einfach Spaß zum Trinken. Man muss da nicht vom Pontius zu Pilatus rennen und sich mit Wein auskennen oder aus Voraussetzung da irgendwie was wissen, sondern sie sind einfach auch zugängliche Weine, die einfach Spaß machen zu trinken. Und ich finde, das ist das Beste, was ein Wein eigentlich haben kann. Für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene und Experten immer was parat zu haben. Das finde ich einfach total. Vielen Dank. Cool. Also danke für die schönen Komplimente, die ja nicht aufhören bei Ihnen. Das freut mich sehr. So. Vielen Dank. Dann machen wir dann am besten mal face to face weiter. Ja, eben. Genau. Und schön, dass Sie das mit Coraware öffnen konnten. Dann können Sie die Flaschen auch noch genießen, wenn Sie dann wieder richtig genau fit sind. Genau so ist es, genau so ist es. Haben wir denn noch irgendwas Entscheidendes vergessen, was wir besprechen müssen? Oh, ich glaube, wir haben plus minus alles Wichtige eigentlich durchgesprochen. Also ich freue mich sehr auch. Ich habe gesehen, Sie kennen sich bei unserem Weingut auch schon sehr gut aus, habe ich mitbekommen. Und wussten natürlich somit auch, was Sie ansprechen und fragen sollen. Das hat man eben auch gesehen. Und ganz besonders freut mich natürlich, dass Sie eine persönliche Geschichte auch mit unserem Weingut verbinden. Ja. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Und ich denke, ja, jeder, der einfach mehr über eure Weine erfahren wollt, der kommt am besten einfach bei euch vorbei, entweder im Verkostungsraum oder nimmt an einen der spannenden Führungen teil. Und ich würde einfach sagen, ich bin jetzt mal so frei und lade mich selber ein, wenn ich das nächste Mal in Südtirol bin. Auf jeden Fall. Dann schaue ich auf jeden Fall nochmal bei euch vorbei. So, liebe Hörer, das war's schon wieder mit dem informativen und detaillierten Gespräch mit Julia Walch. Wie ich finde, es war ein gekonnter, ein hervorragender Abschluss für unser Thema Südtirol mit nochmal ganz speziellen Weinen, Anregungen und natürlich, ich hoffe, ihr habt die Lust bekommen und vielleicht auch das Glück, einer ihrer Stollenweine begrüßen oder nicht begrüßen zu dürfen, sondern probieren zu dürfen. Wie auch immer, ich lege euch tatsächlich ans Herz, schaut bei ihr vorbei, genießt den schönen Weinpavillon mit ihren Weinen und leckeren Südtiroler Häppchen. Das ist wirklich eine schöne Sache, wo man einfach mal den Herrgott einen guten Mann sein lassen kann und einfach sich mit leckeren Weinen beschäftigen kann. Wie geht's weiter? Ja, ich wünsche euch jetzt zunächst mal einen guten Rutsch ins 2022. Hoffe natürlich, wie die meisten von uns, dass sich die Corona-Lage nicht allzu sehr zuspitzt mit Omikron, dass wir die Pandemie wenigstens im nächsten Jahr endlich und schlussendlich hinter uns lassen können und dann wieder ein mehr oder weniger normales Leben führen können. Auf dieser Podcast-Welle geht es zunächst weiter am 8. Januar mit einer Sondersendung zu alkoholfreien Weinen mal wieder. Da bin ich sehr gespannt, welche tollen Produkte ich dort präsentiert oder kennenlernen darf. Und die reguläre Folge kommt dann raus am 15. Januar, also in 3 Wochen, mit einem neuen Weinanbaugebiet. Aber da lasse ich euch auch noch ein bisschen auf die Folter gespannt. Seid überrascht, mit welchem Land und Winzer ich euch dann dort konfrontieren werde. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass Julia Walch natürlich so freundlich war und mir die Weine kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Gerade Geld habe ich keins erhalten für die Episode, sondern nur die Weine kostenlos zur Verfügung gestellt. Und alle Aussagen von mir sind quasi frei, ehrlich und fundiert getroffen. Und alles, was ich in der Folge wie bereits in jeder anderen Folge auch von mir gegeben habe. Dahinter stehe ich voll und ganz und hat nichts damit zu tun, dass mir für die Aufnahme die Weine kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Sinne
wünsche ich euch noch ein paar schöne Feiertage. Wie gesagt, einen guten Rutsch ins 2022 und ich würde mich freuen, dich, deine Freunde, Familienangehörigen und Kollegen auf dieser Welle im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Denk daran, vielleicht Mitglied in meiner Facebook-Gruppe zu werden, Wein verstehen leicht gemacht. Vielleicht habt ihr ja noch Lust als Weihnachtsgeschenk oder im neuen Jahr, wenn wieder alles zu sein sollte, mit mir eine Online-Weinprobe zu machen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder zu meinen Online-Weinkursen, dann meldet euch bei mir genauso gerne mit Hörerfragen, Anregungen, Verbesserungen, Kritik, selbstverständlich auch das. Und ich werde mir das zu Herzen nehmen und versuche stetig meinen Podcast zu weiterentwickeln und zu verbessern. Das soll es gewesen sein für 2021 mit der 53. Ausgabe vom 25.12. Ich freue mich auf euch und auf nächstes Jahr. Macht's es gut, leckere Weine im Glas und bis zum 15. Januar 2022.